warum wir die Raumenergie unbedingt brauchen, sofern wir auf dieser Erde als Menschheit überleben wollen. Warum wir die Raumenergie unbedingt brauchen, verstehen wir am besten, wenn wir uns bewusst machen, welche Katastrophen passieren werden, wenn wir die Raumenergie weiterhin nicht benutzen, so wie das bisher der Fall ist. Man kann das mit wenigen Worten auf den Punkt bringen. Sterben ist leichter als umdenken. So hat es ein Kollege, ein pensionierter Psychologieprofessor einer deutschen Universität, mir gegenüber knapp und bündig ausgedrückt. »Hä?« habe ich überrascht reagiert, doch er konterte sofort mit Beispielen. Alleine schon das erste Beispiel dieser Art spricht für sich. Die Besiedlung Grönlands durch die Wikinger. Es ist eine tragische Geschichte, authentisch aus historischen Quellen berichtet, die zeigt, wie sterblich Zivilisationen sind. Vor allem zeigt diese Geschichte, dass die Menschen sich selbst im Wege stehen, ohne es zu merken. Denn die Dogmen sind so stark in den Köpfen und so fest verankert, dass die Menschen eher in den Tod laufen, als ihre Dogmen aufgeben zu können. Das schaffen sie einfach nicht. In früheren Jahrhunderten besiedelten einst die Wikinger nicht nur den Raum des heutigen Dänemark, sondern sie hatten auch eine Kolonie in Grönland. Um etwa 875 herum entdeckte der Norweger Gunnbjörn die Insel. Das grüne Land dort wurde anno 982 von Erik dem Roten aufgrund einer Verbannung besucht und bald darauf von Auswanderern besiedelt. Dies wird in der Grönlandsaga berichtet. Es gibt Mauerreste der Siedlung Brattild, wo heute eine Inuit-Siedlung namens Kvasjarsuk liegt. In der Blütezeit gab es dort sogar einen grönländischen Bischof, der mit dem Papst in Rom in Verbindung stand. Etwa 300 Jahre lang gab es weit verbreitete Siedlungen mit ca. 3000 Einwohnern. Die Insel Grönland sei damals um einige Grade wärmer gewesen, als das heute der Fall ist, so heißt es. Die Menschen nannten sich Grönlendingar, bauten Getreide und Feldfrüchte an, lebten von Viehzucht und unternahmen sogar Expeditionen bis nach Nordamerika. Natürlich standen sie in Kontakt mit ihren Stammesbrüdern in der Region des heutigen Dänemark. Sie pflegten einen europäischen Lebensstil. Über das Ende der Wikingerbesiedlung schreibt Wikipedia: Spätestens um 1550 erlosch die letzte nordische Siedlung in Grönland. Neuere genetische Untersuchungen, sowohl an heutigen Inuit als auch an archäologischen Überresten der Grönlendingar, scheinen eine Vermischung der beiden Gruppen auszuschließen. Das heißt, die Grönlendinger sind wahrscheinlich ausgestorben. Auch den Grund für das Ende der Wikingerkolonie in Grönland finden wir in Wikipedia. Ich fasse das mal kurz zusammen. Rund ein halbes Jahrtausend später, also ca. 500 Jahre nach der Entdeckung Grönlands durch die Wikinger, kam ein Klimasturz, namentlich eine Abkühlung der Durchschnittstemperatur von etwa 4 Grad Celsius. Damit wurden die Winter härter, die Sommer kürzer und die Ernten magerer, sodass schließlich das Vieh in den Ställen und auf den Weiden verhungerte. Was wir heute die kleine Eiszeit nennen, führte dazu, dass nicht nur das Vieh, sondern schließlich auch die Menschen verhungerten. Zwei Dogmen der Wikinger kamen zusammen, die sich zu einem fatalen Aus ergänzten. Zum einen hatte der Bischof von Grönland stets darauf geachtet, dass sich die Wikinger nicht mit den Inuit vermischten, was heute durchaus als genetisch nachgewiesen betrachtet werden kann. Und zum anderen darauf, dass sie auch nicht den Lebensstil der Inuit annahmen, also nicht von ihren europäischen Lebensgewohnheiten losließen. Die Inuit, die bereits seit etwa 3000 vor Christi Geburt über die Beringstraße und Alaska nach Grönland eingewandert waren, hatten nämlich überhaupt keine Probleme mit dem Klimawandel in ihrer Heimat. Überreste von Jagdplätzen, die zwischen 2500 vor Christi und heute angelegt worden waren, sind bekannt. Hätten die Wikinger nur geschaut, wie die Nachbarn leben, dann wäre eine kleine Änderung des Speisezettels ausreichend gewesen, ebenfalls zu überleben. Robbenfleisch statt Schweinefleisch, das wär's gewesen. Es bleibt zu hoffen, dass nicht in ein paar Jahrhunderten eine spätere Zivilisation im Rückblick auf uns sagen wird:
Raumenergie statt Kernenergie, das wäre es gewesen, um zu überleben. Beispiele für vergangene Zivilisationen gibt es noch zahlreich, von den Mayas bis hin zu den Schöpfern der alten indischen Veden. Das zweite Beispiel einer vergangenen Zivilisation, von dem mir der Kollege erzählte, war das der Rapa Nui, die Osterinseln im Südostpazifik. Sie liegt südlich des südlichen Wendekreises und gehört heute politisch zu Chile. Die Hauptstadt Hangaroa ist 3.526 Kilometer von der chilenischen Küste entfernt und 4.251 Kilometer von Tahiti. Die nächsten Nachbarn wohnen auf der Insel Pitcairn, 2.078 Kilometer in westlicher Richtung, geografisch zu Polynesien gehörend. Die Besiedlungsgeschichte ist nicht völlig geklärt. Einer Legende von Hutu Matua zufolge, die durch archäologische, genealogische und sprachwissenschaftliche Befunde bestätigt wird, geht man von einer Besiedlung aus Polynesien aus, also vom Westen her, und zwar in einer ersten Welle im 5. oder 6. Jahrhundert und in der zweiten Besiedlungswelle im 14. Jahrhundert. Das für uns entscheidende Problem beschreibt Wikipedia mit den Worten: Ab etwa 1100 nach Christi begann die Konstruktion großtechnischer Bauwerke, der sogenannten Zeremonialplattformen, Ahu, der steinernen Statuen, Moai, von Zisternen und Beobachtungstürmen, Turtle Towers. Diese Zeit der Kulturblüte dauerte bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Während der Blütezeit sind monumentale Bauwerke entstanden, wie zum Beispiel die Moais am Ahu Tongariki, die ein Bestandteil des Nationalparks Rapa Nui sind, der seit 1995 als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt ist, und zwar in der Region Asien und Ozeanien. Hunderte von Statuen waren entstanden, meist etliche Meter hoch, zum Beispiel 5 oder 6 Meter groß, deren Material die Steinklötze über viele Kilometer hinweg transportiert werden mussten. Mit der Rongo-Rongo-Schrift hat sich sogar eine eigene Schriftform entwickelt, ein Zeichen der enorm hohen Kultur auf jenem kleinen Eiland. Knapp ein Jahrhundert nach dem Niedergang der Kultur dort, nämlich im 18. Jahrhundert, genau anno 1722, wurde die Osterinsel von Europäern entdeckt. Es bot sich ein trauriges Bild. Was war passiert? Ein Abbild dessen, was wir Menschen heute mit unserer gesamten Erde machen. Die Bewohner der Rapa Nui hatten sich selbst zugrunde gerichtet. Auch das fasse ich wieder kurz mit den Worten des Wikipedia zusammen. Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts war der Boden oberflächenschonend bearbeitet worden. Aber ab etwa 1300 nach Christi begann eine radikale Entwaldung mit zunehmender Bodenerosion. Dies führte zur Aufgabe von Siedlungen. Es wurde dann zunehmend auch das Inselinnere besiedelt, ohne Zugang zu der wichtigen Nahrungsquelle Meer. Nach 1425 war ein höchst intensiver Landbau unter Nutzung innovativer Möglichkeiten feststellbar. Ab etwa 1500 kommt es vermehrt zu Stammeskriegen unter Anwendung neuartiger Waffensysteme, Kurzspeere. Die Kriegerkaste gewinnt an Einfluss. Das ist das typische Bild des Niedergangs, wie auch wir es in unserer heutigen Zivilisation beobachten, wie aus archäobiologischen Untersuchungen von Abfallhaufen der Siedlungen erkennbar ist. Nimmt die Zahl der Artenvielfalt der Seevögel nach 1650 als Nahrungsquelle rapide ab. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts kommt der Bau monumentaler Bildwerke zum Erliegen. Ab dem Ende des 17. Jahrhunderts, spätestens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, werden die Kulturplattformen durch die Insulaner selbst systematisch zerstört und die Statuen umgeworfen. Es kommt zu einem völligen Verfall der tradierten und auf der Ahnenverehrung fußenden Kultur.
Es ist heftig umstritten, wo die Wurzeln für diesen Kulturverfall zu suchen sind. Die Mehrzahl der Forscher geht jedoch heute davon aus, dass die Probleme von den Insulanern selbst verursacht wurden. Zeitweise sehr populär war die von Jared Diamond publizierte These des Raubbaus an den natürlichen Ressourcen, der zur Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts auf der isolierten Insel geführt hat. Soweit die Worte aus Wikipedia. Auch Hungersnöte und Religionskriege werden als Ursache für den Zerfall diskutiert, wie sie sich im Gefolge der falschen Ausbeutung der Ressourcen typischerweise ergeben. Was war also passiert? Man hatte begonnen, die Wälder abzuholzen, um möglichst viel Nahrung zu gewinnen und möglichst viele Statuen zu errichten. Es ist ein Verhalten, das einem starren Dogma folgt, welches auch dann noch nicht aufgegeben werden kann, wenn die Zerstörung der eigenen Gesellschaft und des eigenen Lebensraums klar auf der Hand liegt. Man hätte umdenken können, wäre da nicht die Enge einzelner menschlichen Gehirne im Wege. Erst als die Wälder abgeholzt waren, hat sich die Gesellschaft mitsamt ihren Dogmen aufgelöst. Wir werden eine gewisse Anstrengung aufbringen müssen, um uns für den richtigen Weg entscheiden zu können. Nicht für den Tod, sondern für das Leben. Das Volk der Cree-Indianer hat die Weissagung geprägt, die hier in einer nicht ganz exakten, aber sinnvollen Abwandlung passt. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Die Weisheit der Cree. Ich wünschte, wir könnten davon lernen, bevor es zu spät ist. Alle Menschen machen Fehler, irren ist menschlich. Die Dummen wiederholen immer wieder dieselben Fehler, kluge und intelligente Menschen hingegen vermeiden bekannte Fehler, tappen dann allerdings irgendwann in neue Fehlerquellen. Nachdem wir als Menschheit bereits mehrfach lernen durften, dass dogmatische Enge der Köpfe und mangelnde Flexibilität der Gehirne in den kollektiven Tod führen, sollten wir uns jetzt eines Besseren besinnen und nicht auf die alten Dogmen hören, die eine Erforschung echter, sauberer und nachhaltiger Alternativen ignorieren wollen. Zahlreiche weitere Beispiele für versunkene Zivilisationen und Kulturen zählt uns die Geschichte zuhauf auf. Die Maya, die alte Hinduskultur, die babylonische, die sumerische und viele andere mehr. Viele davon sind so sehr in Vergessenheit geraten, dass heute Historiker noch nicht einmal mehr deren Namen erinnern können oder erinnern wollen. Wie nahe unsere eigene Kultur einem Untergang steht, zeigt eine moderne wissenschaftliche Studie der NASA, die im Jahre 2014 in einer angesehenen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. Die Studie basiert auf fundierter universitärer Mathematik und kommt zu dem Ergebnis, dass ein Zusammenbruch unserer Zivilisation unausweichlich ist. Die NASA-Forscher haben diverse Modelle unseres Planeten und unserer Zivilisation verglichen, die weit über das übliche Maß von Worst Case, Mid Case und Best Case Szenarien hinausgehen. Aber alle dieser Szenarien und Computersimulationen führen zum Untergang unserer Zivilisation. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Tod unserer Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, eintritt. Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich nur noch um ein paar Jahre, so dass man sagen kann, dass so gut wie alle Zuschauer, die dieses Video hier sehen, auch dabei sein werden bei dem, was wir gemeinsam einen Weltuntergang nennen. Der Chefforscher Sattar Motesharri, dessen Arbeit das Goddard Space Flight Center der NASA finanzierte, beantwortet sogar die Frage, warum unsere Zivilisation untergehen wird. Die Kernfrage seiner Forschung lautet: Welche Faktoren bringen große Zivilisationen zu Fall? Mit seinen Aussagen steht Dr. Motesharri bei weitem nicht alleine auf weiter Flur. Selbst Stephen Hawking warnt vor der Selbstausrottung der Menschheit, und das ist auch noch allgemein bekannt, denn wir lesen es sogar in der Zeit, von der Ausgabe am 19. Januar 2010.
Ohne Verschwörungstheorien heraufzitieren oder beschwören zu wollen, müssten wir der Tatsache ins Auge sehen, dass die Menschheit sich des bevorstehenden Niedergangs bewusst ist und trotzdem sehenden Auges und mit vollem Willen in den eigenen Tod rennt. Wenn trotzdem keine Änderung unseres Kurses geschieht, bleibt eigentlich nur die einzige elementar logische Konsequenz. Diejenigen, die das Sagen haben, wollen den Tod der vielen Menschen und das Ende unserer Zivilisation, so wie wir sie heute kennen. Wäre es anders, dann gäbe es eine Kursänderung in der aktuellen Steuerung und Lenkung unseres Planeten. Grund am bevorstehenden Niedergang unserer Zivilisation ist nach Aussage der NASA-Studie das Missverhältnis zwischen Räubern und Beute. Müßig zu sagen, dass beides Menschen sind. Nun stellt sich natürlich die Frage, gibt es noch eine Hilfe? Also banal gesagt, sind wir denn noch zu retten? Nach meiner Überzeugung ist die Antwort ein klares Ja, aber wir brauchen dafür Technologien, die eine solche Rettung zulassen. Andere Technologien als die, die wir heute verwenden. Derzeit haben wir vielerlei solche Technologien, aber diese werden nicht genutzt. Doch dazu komme ich später, in ein paar Minuten. Wenn ich von Technologien spreche, dann denken wir natürlich auch an deren Erfinder und Entwickler, also an Ingenieure und Naturwissenschaftler. Über diese Spezies hat Max Planck einen sehr ernüchternden und gleichzeitig auch verzweifelten Satz geprägt. Eine neue wissenschaftliche Wahrheit, so sagt er, pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht wird. Soweit Max Planck. Damals zu seiner Zeit, als er die Quantenmechanik entwickelt hat und dafür zunächst einmal bekämpft und angefeindet wurde, wie es alle erleben, die etwas wirklich Neues entwickeln, konnte er sich diese frustrierende Logik noch erlauben, denn die Menschheit hatte genug Zeit zu warten, bis alte Wissenschaftlergenerationen, die zunächst einmal den Fortschritt blockieren wollten, wie jede Wissenschaftlergeneration, einfach ausgestorben war. Leider erlaubt uns die Existenzbedrohung unserer Zivilisation heute nicht mehr den Langmut, so lange zu warten, bis die Wissenschaftler, die die neuen Technologien blockieren, ausgestorben sein werden. Würden wir zum Beispiel so lange warten wollen, bis diejenigen Wissenschaftler, die die Nutzung der Raumenergie heutzutage blockieren, ausgestorben sein werden, dann müssten wir tragischerweise in Kauf nehmen, dass Millionen oder Milliarden von Menschen auch mitsterben. Ich würde mir wünschen, dass ein solches Drama nicht geschieht. Wir müssen also handeln, bevor die Mehrheit der Wissenschaftler von der Nutzbarkeit der Raumenergie im Allgemeinen überzeugt sein wird. Zwar stelle ich in den letzten Jahren erstaunt fest, dass die Zahl der Fachkollegen, besonders an den Universitäten und den Spitzeninstituten, die sich dem Thema der Raumenergie interessiert und fasziniert zuwenden, manchmal sogar richtig begeisternd davon sind, enorm zunimmt. Noch vor wenigen Jahren hätte ich es kaum für möglich gehalten, welch respektable und höchst geachtete Fachkollegen sich heimlich und unter der Bedingung der Verschwiegenheit an mich wenden, mit der Bitte um fachliche Erläuterungen, um Nachhilfeunterricht in Sachen Raumenergie, um das Ausarbeiten von Arbeitsplänen, um physikalische und technische Erläuterungen und Fachgespräche. Sie bitten mich darum, Konstruktionspläne zu erstellen und ausführlich zu erklären, wie man einen Raumenergiekonverter baut. Von Universitäten kommen derartige Fragen genauso wie von Industriekonzernen. Aber immer gibt es die Bedingung, dass man ohne mich arbeiten will. Technischen Rat soll ich geben, aber mitspielen darf ich nicht. Also hinein ins Labor darf ich auch nicht. Der noble Herr Universitätsprofessor will ja den noblen Preis. Das habe ich sogar schon explizit in der Form zu hören bekommen, als mir einer dieser edlen, hohen Herren erklärte, Sie sind der größte Physiker seit Albert Einstein, aber ich möchte den Nobelpreis. Also erklären Sie mir bitte, wie das geht, und ich mache das dann hier in meinem Labor. Nur unwesentlich anders klingt die Formulierung beim Konzern. Wir bauen das in unserem Labor, Sie bekommen einen Consulting-Vertrag mit Stundenlohn,
Und dann frage ich nach, ist es dann sicher, dass das Gerät wirklich zeitnah herausgebracht wird zum Wohl der Menschheit? Man muss es in großer Stückzahl und fertigen und verkaufen für alle Menschen. Und er antwortet mir, natürlich nicht. Wir entscheiden, wann das Gerät herausgebracht wird, zum Wohl unserer Großaktionäre. Wie lange das Gerät im Tresorschließfach liegt, entscheidet unser Konzernvorstand. Ob es oder wann es zur Vermarktung freigegeben wird, geschieht immer zum Wohl der Aktionäre. So spricht der Konzernmitarbeiter. Ich denke, dass jemand, der meine Forschung finanziert, durchaus viel Geld damit verdienen darf. Sehr viel Geld sogar. Aber ich denke weiterhin, dass das gesamte Lebensprojekt freie Energie für alle Menschen, auch allen Menschen zugutekommen muss, indem man den Planeten erhält, indem alle Menschen einen Nutzen davon haben, indem alle Menschen die Energie kostenlos bekommen und nur die Motoren kaufen müssen, so wie man bisher klassische Motoren auch kauft. Aber die Energie muss nicht mehr gekauft werden. Technisch ist es möglich, dass wir Raumenergie, Magnetmotoren herstellen, mit denen sich der Strom für einen Bruchteil des heutigen Preises erzeugen lässt. So billig, dass alle Menschen auf dieser Erde einen Vorteil haben, sowohl in den reichen Ländern als auch in den ärmsten Ländern, und dass alle Menschen besser leben als bisher. Wie sehr die Kollegen an den Universitäten und den Spitzeninstituten sich weigern, ihr aufkeimendes Interesse an neuen Technologien nach außen hin zuzugeben, das hat sich seit der Erfindung der Fliegerei nicht geändert. Deshalb werde ich als symptomatisches Beispiel die Geschichte der Erfindung der Motorfliegerei rezitieren. Die Gebrüder Wilbur und Orville Wright waren von Beruf zwei Fahrradmechaniker, die sich dadurch ihren Lebensunterhalt verdienten, dass sie eine Fahrradwerkstatt betrieben. Anno 1903 bauten sie ein erstes primitives Flugmodell, die Kitty Hawk. Die ersten Flugversuche waren sehr mühsam und nicht sonderlich beeindruckend. Aber sie verbesserten ihr Motorflugzeug ständig. Schließlich kamen sie so weit, dass sie damit zum Patentamt geflogen sind, um es dort als Patent anzumelden. Also landeten sie auf der Wiese neben dem Patentamt, gingen hinein und wollten einen Patentantrag einreichen, verbunden mit einer Flugvorführung als Beleg, also zum Beweis. Sie begründeten das damit, dass sie sagten, das Flugzeug sei zu sperrig, also sie könnten das Flugzeug nicht durch die Tür des Patentamts hineintragen, und so baten sie die Mitarbeiter des Patentamts, aus dem Fenster hinauszuschauen und beim Fliegen zuzusehen. Wie groß mag die Enttäuschung der beiden Gebrüder gewesen sein, als sie hörten, dass die Mitarbeiter des Patentamts sie auslachten und nicht bereit waren, aus dem Fenster zu schauen. Die Ansicht der Mitarbeiter des Patentamts war ganz einfach. Haha, Vögel können fliegen, aber doch nicht Menschen. Wir wissen doch seit der Montgolfiere, dass nur fliegen kann, was leichter ist als Luft, also ein Heißluftballon. Die Gebrüder Wright konterten zwar noch, indem sie argumentierten, aber Vögel sind doch auch schwerer als Luft, sonst könnten sie ja nicht bei uns auf der Wiese herumhüpfen. Doch niemand wollte das noch hören und schon gar nicht beim Patentamt. Was blieb den beiden Pechvögeln anders übrig, als in ihr Flugzeug einzusteigen und zu fliegen, wie Pechvögel, ungesehen nach Hause. Dass sich leider auch die Presse weigerte, von den Flugvorführungen zu berichten, eine besondere Methode der Zensur, oder besser gesagt der Selbstzensur, die in dieser Art bis heute erhalten geblieben ist, half den beiden auch nicht weiter, also blieb ihnen kein anderer Weg übrig, als zu publizieren, indem sie so oft wie es ging entlang der regionalen Eisenbahnlinie entlang flogen, immer auf und ab, sobald ein Zug kam, um gesehen zu werden, damit möglichst viele Menschen die Flugvorführungen live miterleben konnten.
So begann sich allmählich die Kunde von den beiden kühnen Fliegern per Mundpropaganda auszubreiten, bis sie schließlich nach geschlagenen 5 Jahren, also anno 1908, Präsident Roosevelt erreichte. Der ordnete mit Befehl von oben, also Order per Mufti, an, die Professoren des Landes müssen per Dienstanweisung beim Fliegen zuschauen. Damit wurde offiziell festgestellt, Fliegen ist möglich. Wie das ging, wussten die Wissenschaften und die Universitäten bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber dass es ging, sehen wir ja am funktionierenden Gerät. Der Fairness halber muss man einräumen, dass die Gebrüder Wright gar nicht die ersten waren, die das Fliegen erfunden hatten. Sie waren nur die ersten, die das Durchhaltevermögen hatten, so lange von der Nutzbarkeit der Raumenergie, von der Möglichkeit des Fliegens zu erzählen, bis die Öffentlichkeit sie nicht mehr ignorieren konnte. Wirklich erfunden hat den Motorflug der neuseeländische Farmer Richard Pierce, der schon einige Monate vor dem legendären Flug der Kitty Hawk abhob und dann auch noch mit einer Flugdistanz von über 320 Metern den Jungfernflug der Kitty Hawk umfasst, das Zehnfache übertraf. Einige Flugexperten sind außerdem der Meinung, dass Gustav Whitehead, ein in Connecticut lebender Deutscher, schon 2 Jahre vor dem Flug der Wrights mehr als 2 Kilometer in der Luft zurücklegte. Was die Gebrüder Wright auszeichnet, ist also nicht die technische Leistung, das Erfinden des Fliegens, sondern die Beharrlichkeit, die Blockade der Presse und den Boykott der Universitäten zu überwinden. Lustig wäre es zu wissen, aber wahrscheinlich werde ich das nie erfahren, wie viele Professorenkollegen bereits vor der durch Präsident Roosevelt angeordneten Flugvorführung sich für die Tätigkeit der Gebrüder Wright interessiert haben. Auf diesem Hintergrund habe ich selbst mal den bösen Satz ausgesprochen: Wissenschaftler stehen in dem Ruf, wissend zu sein. Um ihren guten Ruf nicht zu gefährden, befassen sie sich mit Dingen, die sie wissen, und vermeiden Dinge, von denen sie nichts wissen. Deshalb beschränkt sich die Wissenschaft auf bekannte Fakten und verhindert neues, unbekanntes Wissen. Und dieser Satz ist gar nicht so weit hergeholt. Betrachten wir zur Veranschaulichung einfach nur mal, wie viele der großen uns bekannten Erfinder und Erfindungen eben nicht an Universitäten gemacht wurden. Nur mal ein paar Beispiele: Bell und das Telefon, Parsons, Tesla und die Dampfturbine, Tesla und der Stromgenerator, Edison und die Glühlampe, Marconi, Tesla und die drahtlose Telegrafie, die Gebrüder Wright und der Motorflug, Carl Benz und das Auto, Lumière mit seinem Film und dem Kino, Otto und Diesel und die nach ihnen benannten Motoren, Mergenthaler, Otto und die Setzmaschine, George Eastman und der Zelluloidfilm, Wegener und die Kontinentalverschiebung, Baird und das Fernsehen, Whittle und das Düsentriebwerk, Chester Charlson und die Xerographie, Eckert und Motschli und die kommerziellen Computer, Edwin Land und die Polaroid-Fotografie, Christopher Cockerell und das Luftkissenboot, Fritz Haber, ein Historiker im Selbststudium zur Verflüssigung des Luftstickstoffs, Karl Freiherr von Dreis und das Fahrrad, Michael Faraday, der Buchbinder und die Elektrodynamik, Joule, der Bierbrauer und die Energieeinheit, Robert Mayer, der Arzt, der die Energieerhaltung entdeckte, publizieren wollte, aber von der Zeitschrift Annalen der Physik ignoriert wurde und so lange von der Fachwelt gemobbt wurde, bis er schließlich in der Nervenheilanstalt landete. Erst Jahre später wurde er durch die Unterstützung von Friedrich Schönbein, einem berühmten Kollegen, soweit bekannt gemacht, dass seine Arbeit Achtung erfuhr, und dann ist er auch schnell wieder genesen und war gesund. Es versteht sich von selbst, dass keine einzige dieser Entdeckungen bzw. Erfindungen aus dieser Aufzählung an einer Universität gemacht wurde. Sicherlich ließen sich noch zahlreiche weitere Beispiele angeben.
Universitäten und die dort arbeitenden Professoren sind vorzüglich dafür geeignet, bekannte Dinge solide aufzuarbeiten und fundierte Theorien zu entwickeln. Aber etwas völlig Neues zu entdecken, Fehlanzeige, das ist schlichtweg nicht die Aufgabe der Universitäten. Wenn wir also eine Universität zitieren oder auf universitäres Wissen zurückgreifen, dann immer mit dem Hintergrund, was sogar die akzeptieren, das kann auch der größte und bösartigste Skeptiker nicht mehr vom Tisch wischen. Hier haben wir eine fundierte Basis des allgemein anerkannten universitären Wissens, auf der wir alles, was wir neu entwickeln, aufbauen können. Aber wir müssen immer in Erinnerung behalten, dass das nur eine Basis ist, dass neues Weiterentwickeln aufgrund der selbst auferlegten Denkblockaden an den Universitäten nicht vorgesehen ist. Welche Ausmaße das Problem hat, mögen wir am nachfolgenden Zitat erkennen. Man kann auf der ganzen Welt an keiner Universität Physik studieren, denn alles, was dort unterrichtet wird, ist zur einen Hälfte widerlegt und zur anderen Hälfte irrelevant. Die relevante Physik findet nur hinter den verschlossenen Türen der Labors, der Rüstung und der Industrie statt. Die Forscher, die dort arbeiten, verwenden Naturgesetze, die den Universitätsprofessoren nicht bekannt sind. Zitat Ende. Und das stammt nicht von irgendjemandem, sondern das stammt von Robert Laughlin, der 1998 den Physiknobelpreis bekam. Er drückt das als Insider aus, denn er hat nicht nur an der Universität gearbeitet, sondern auch am Atomwaffenlabor Livermore. Außerdem hat er das nicht einfach so dahingesagt, sondern mit Bedacht geschrieben in einem seiner Bücher, nämlich im Buch mit dem Titel Das Verbrechen der Vernunft, Betrug an der Wissensgesellschaft. Und wenn wir diesen Titel verstehen wollen, der die Worte Verbrechen und Betrug an der Wissensgesellschaft enthält, dann hören wir einfach ein anderes seiner Zitate. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, die freien Zugang zu Informationen ermöglicht. Doch ist längst eine paradoxe Situation entstanden. Wissen ist gefährlich. Die Möglichkeiten, Wissen zu erwerben, können zu erheblichen Konflikten führen. Was darf ich wissen? Diese Frage könnte in unserem Informationszeitalter zu einer Schlüsselfrage werden. Wer Wissen erwirbt, noch dazu technisches Wissen, kann schnell an den Rand der Legalität geraten. Je mehr Technologien vermögen, desto weniger wird das Wissen über diese Technologien frei verfügbar. Zitat Ende. Da stellt sich die Frage, wer entscheidet eigentlich, welches handfest im Labor reproduzierbar nachweisbare Wissen über Naturgesetze legal ist und welches nicht? Aus Sicht der Raumenergieforschung muss man erkennen, dass sämtliche neue Erfindungen eben nicht von Universitäten kamen, sondern allesamt aus dem außeruniversitären Bereich und oftmals auch von Universitäten schlecht geredet wurden. Ich möchte einige Beispiele dafür hier vorzeigen. Der Magnetmotor des Diplom-Ingenieurs Friedrich Lühling wird gezeigt in einer UFA-Wochenschau. Die UFA-Wochenschauen, das waren in den 1950er und 1960er Jahren die Nachrichten für alle Menschen, die damals zu Hause noch keine Fernsehgeräte hatten. Die UFA-Wochenschauen liefen in den Kinos vor allen Filmen. Heute findet man die alten Beiträge im Deutschen Bundesarchiv. Der hier erwähnte Beitrag zum Raumenergiemotor, dessen Link Sie im Bild sehen, ist der zweite in der genannten Wochenschau und beginnt bei Minute 1.51. Auch der Grund wird vom Erfinder genannt, warum sich die Raumenergie schon damals nicht durchsetzen konnte. Denn der Filmausschnitt endet mit den Worten einfrieren lassen und sabotieren. Terawatt.com stellt einen Elektromotor vor, der 200 Watt elektrische Leistung verbraucht, aber etwas über 600 Watt mechanische Leistung abgibt, an einer umlaufenden Welle, ähnlich wie eine Bohrmaschine. Da die Internetseite immer mal wieder vom Internet verschwindet und wiederkehrt und wieder verschwindet und wiederkehrt und wieder verschwindet, kann sie häufig nur über eine Wayback-Maschine aufgerufen werden, zum Beispiel über das Internetarchiv, dessen Link Sie jetzt im Bild sehen. Das Besondere ist, dass der Wirkungsgrad von etwas über 300%
in Bezug auf klassische Energieformen durch Gutachten von zwei großen Prüfinstituten bestätigt wird, vom TÜV Rheinland und von den hoch angesehenen amerikanischen Underwriters Laboratories. LUTEC, eine australische Raumenergiemaschine mit einem Wirkungsgrad von etwas über 1400%. Man gibt der Maschine Strom in den Input und bekommt Strom wieder im Output heraus. Der Gutachter, die Société Générale de Surveillance, ist der größte Gutachter dieser Erde, eine Schweizer Gutachtergesellschaft von etwa 60.000 Mitarbeitern. Auch diese Maschine ist inzwischen aus dem Internet verschwunden und ist nicht, wie ursprünglich gehofft, auf den Markt gekommen, kann aber an etlichen Interessen, wie hier im Bild zu sehen, nachgelesen werden und auch über das Internetarchiv abgerufen werden. Der Magnetstromapparat und der Stromerzeuger des Hans Kohler. Hans Kohler war ein deutscher Kapitän zur See, der in den 1920er Jahren mit seinen Raumenergiearbeiten anfing, eigentlich mit der Idee, U-Boote versorgen zu können. Seine Arbeiten wurden an vier Universitäten verifiziert, nämlich in München, Kopenhagen, Trondheim und Berlin. Schließlich wurde Hans Kohler vom Geheimdienst befragt, um den Leuten des Geheimdienstes seine Maschine zu erklären. Das hat er auch gemacht. Die Geheimdienstberichte waren zunächst während des Zweiten Weltkrieges unter Geheimhaltung gestellt, sind aber inzwischen, wenn auch unvollständig, so doch im Internet nachzulesen und können bezogen werden beim Jupiter Verlag aus der Schweiz. Die Literaturstelle zu dem Geheimdienstbericht sehen Sie jetzt im Bildschirm. Eine Forschungsarbeit des weltberühmten Massachusetts Institute of Technology, bei dem ein Wirkungsgrad von etwas über 200%, also etwa 230% waren es tatsächlich, in einer der führenden Fachzeitschriften der Physik überhaupt publiziert wurde. Den Link sehen Sie jetzt im Bild. Zwar diskutiert man dort noch über thermodynamische Effekte, also über die akademische Frage, ob es sich um Raumenergiewandlung oder um Raumentropiewandlung handelt, aber für die Rettung der Umwelt wäre mir dieser Unterschied nicht wirklich bedeutend. Hauptsache ist, es funktioniert. Da sieht man, dass sogar die etablierte Wissenschaft das Thema der Raumenergie inzwischen nicht mehr komplett verschweigt. Meine eigenen Arbeiten habe ich auf hunderten von Seiten vorgestellt. Die Links zu meinen Publikationen sehen Sie jetzt. Ich betone immer wieder, dass ich mit meinen Arbeiten nichts Neues gemacht habe, sondern nur anerkanntes Wissen verwende, das in allen guten Physiklehrbüchern nachzulesen ist. Das Einzige, was ich neu gemacht habe, ist, ich habe das bekannte Wissen wie Puzzlesteine ein bisschen neu angeordnet, damit man ein schönes Bild erkennen kann. Manchmal dachte ich, ich hätte neue Entdeckungen gemacht, musste aber immer feststellen, dass diese Dinge bereits bekannt waren. Auf jeden Fall stehen Sammlungen meiner Ergebnisse unter denen hier im Bild gezeigten Internetadressen zum freien Download kostenlos zur Verfügung. Open Source, freie Energie für alle Menschen und freies Wissen für alle Menschen. Alles, was ich gemacht habe, ist dort publiziert. Eine Batterie, die schon seit 175 Jahren nicht leer wird. Und das im Clarendon Laboratory der Oxford University, also an einer Elite-Universität, hat es sogar bis ins Wikipedia geschafft. Zur Zeit der Aufnahme dieses Lichtbildervortrages sehen Sie es allerdings nur im englischen Wikipedia, nicht in deutscher Sprache. Ob es sich dabei um Raumenergiewandlung handelt oder nicht, ist nicht geklärt. Tatsache ist aber, dass man mit solchen Endlosbatterien Handys und Laptops hinreichend lange betreiben kann, um auf Ladegeräte zu verzichten.
Auch zeigen diese Endlosbatterien, wie billig Strom sein kann. Ich habe selbst mal nach Anleitung des inzwischen altershalber verstorbenen Luxemburger Elektromeisters Guy Harry solche Endlosbatterien nachgebaut, die zwar nur eine endliche Lebensdauer haben, aber auch bei einer Lebensdauer von 5 oder 10 Jahren wäre es kein Problem, Handys damit zu versorgen. Wenn man die Kosten des Materials rechnet, lässt sich elektrische Energie durchaus unter 1 Cent pro Kilowattstunde erzeugen. US Navy to turn seawater into jet fuel. Es ist kaum zu glauben, aber die können tatsächlich Meerwasser in Benzin umwandeln und das wird auch noch in der großen allgemeinen Tagespresse berichtet. Leider ist diese Entwicklung, die schon voll funktionsfähig ist, nur für das Militär verfügbar, aber nicht für die breite allgemeine Bevölkerung, also für Leute wie Sie und mich. Der Klimov-Prozess ist auch nur für das Militär verfügbar und wird nicht für die Allgemeinheit angeboten. Eine festkörperphysikalische Methode, um Raumenergie zu wandeln, wird vorgestellt vom Los Alamos Laboratory, an dem vor einigen Jahrzehnten auch J. Robert Oppenheimer die Atombombe erfunden hat. Damit lassen sich Laser endlos versorgen, sodass man Laserschusswaffen ähnlich wie bei Star Wars endlos verwenden kann, ohne Munition mitschleppen zu müssen und ohne nachladen zu müssen. Howard Johnsons Permanent Magnet Motor wurde als United States Patent Nummer 4,151,431 vorgestellt. Er steht symptomatisch für eine ganze Reihe funktionierender Magnetmotoren, die aus Hightech-Hand entwickelt wurden, also von Leuten, die absolut an der Spitze der Technologie stehen und genau wissen, wie sie solche Entwicklungen umsetzen können. Solche Magnetmotoren sind keine Objekte für Hobbybastler, sondern eben typischerweise für Vollprofi-Forscher, wie wir es am Beispiel des Howard Johnson auch sehen. Brilliant Light Power wurde entwickelt von Dr. Randall Mill, einem Absolventen des Massachusetts Institute of Technology, und ist bereits publiziert auf dem weltberühmten Sender CNN. Er arbeitet aber nicht mehr beim Massachusetts Institute of Technology. Hinter seiner Erfindung stecken auch 20 Jahre harte Forschung mit einem höchst qualifizierten, hauptberuflichen, vollprofessionellen Team und hervorragender Laborausstattung. Zahlreiche weitere Beispiele für bekannt gewordene Raumenergiekonverter kann man im Internet nachlesen. Einige davon finden sich in einer wunderbaren Übersicht in dem Buch Die Urkraft aus dem Universum von Klaus Jebens, das man heute noch im Jupiter Verlag kaufen kann. Das Buch sei jedem Raumenergieinteressenten wärmstens empfohlen. Klaus Jebens kam zu der Raumenergie, weil sein Papa Heinrich Jebens als Leiter des Deutschen Reichserfinderamtes anno 1930 nach Amerika reiste, um Thomas Alva Edison eine Ehrenmedaille vom Deutschen Reichserfinderamt zu überbringen und das Glück hatte, auf der Reise auch den legendären Nikola Tesla kennenzulernen und sogar mit dessen Raumenergieauto mitfahren zu dürfen. Er erlebte, wie Tesla zusammen mit seinem Assistenten den Raumenergiekonverter starteten und das Auto in Betrieb nahmen und mit dieser alten Kutsche, die Sie jetzt im Bild sehen, 145 Stundenkilometer hinlegten. Das Auto hatte keinen Tank und keine Akkus und überhaupt gar keinen Energiespeicher. Wir sehen, dass die Denkblockade der Universitäten zwar anfängt zu bröckeln, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Denkblockade erst dann vollständig fallen wird, wenn die Raumenergiemotoren bereits in allen Häusern und Autos und vielen technischen Geräten vorhanden sein werden und wenn viele Industrieunternehmen sie bereits nutzen. Zu diesem Zeitpunkt wird dann schließlich auch die Presse ihr Schweigen aufgeben müssen, weil die Raumenergiemotoren dann so weithin bekannt sein werden, dass eine Verheimlichung durch die Presse schlichtweg nicht mehr möglich sein wird. Die Ergebnisse von Galileo Galilei wurden auch lange durch die Presse verschwiegen.
Ach, wie viele Jahrhunderte sind ins Land gestrichen, bis die Presse berichten durfte, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Nun ist es weder Sinn noch Zweck des vorliegenden Lichtbildervortrages, die Kollegen an den Universitäten beurteilen zu wollen. Wenn die Raumenergiekonverter bei der Mehrheit der Bevölkerung angekommen sein werden, dann werden schließlich auch die Universitäten beginnen, sich mit dem Thema der Raumenergie intensiver zu befassen. Und dann werden sie die Kenntnisse auch in diesem Bereich so weit vertiefen, dass sich Raumenergiemaschinen massiv optimieren lassen. Große neue Wissenssprünge kommen nicht aus den Universitäten, aber für kleine inkrementale Verbesserungen sind sie immer optimal geeignet. Eine gewisse Beruhigung gibt mir auch die Erkenntnis, wie viele Raumenergiemaschinen bereits das Licht der Welt erblickt haben. Das unterstreicht eindrucksvoll, erfreulich die Funktionsfähigkeit dieses Fachgebiets. Unbedarfte Zuhörer werden sich jetzt natürlich fragen, wenn es schon so viele Maschinen gibt, warum bekommen wir Konsumenten dann keine solchen? Nun, die Antwort ist relativ einfach und logisch. Es gibt mächtige Kreise in der Energiebranche, die ein massives Interesse daran haben, die kostenlose und freie Energie für alle Menschen eben nicht zuzulassen. Da wird mit der klassischen begrenzten Energie, für deren Nutzung materielle Energieträger teuer verkauft werden müssen, noch viel zu viel Geld verdient, als dass man auf dieses Tausende von Milliarden Sparschwein verzichten möchte. Auch dazu gibt es im Internet eine Seite PSWG Suppression. Dort findet man Dutzende von Fallbeispielen der Unterdrückung, im Beispiel der Raumenergie. Unter anderem sogar eine Statistik, die ich hier kurz auf dem Bildschirm wiedergeben möchte. Schauen Sie sich das ruhig mal genauer an, dann sehen Sie, dass da unter anderem sogar von Toten und von verschwundenen Menschen die Rede ist. Nun ist allgemein bekannt, dass die Ölindustrie nicht gerade eben zu den besonders zimperlichen Branchen gehört. Wäre es anders, dann hätte das Wort Ölkrieg niemals seine allgemeine Bekanntheit erreicht, die es heute hat. Die Frage, wie viele Menschen um des Erbeutens von Öl willen gestorben sind, kann heute wohl niemand mehr beantworten. Tatsache ist, dass sogar die angeblich wissenschaftliche Untersuchung zur sogenannten Peak-Oil-Problematik, auch bekannt unter dem Namen globales Ölfördermaximum, eine äußerst fragwürdige Studie darstellt. Wenn Sie das wieder mal auf Wikipedia nachlesen, aber andere Quellen bestätigen das auch, dann finden Sie recht interessante Fakten. Das Konzept eines Ölfördermaximums stammt von dem Geologen Marion King Hubbard und geht auf Arbeiten aus den 1950er Jahren zurück. Anno 1974 prognostizierte er das Ölfördermaximum für das Jahr 1995. Dass das falsch ist, wissen wir heute allgemein. Aber warum wundert sich niemand darüber und warum nimmt heute noch jemand die fehlerhaften Aussagen des Herrn Hubbard ernst? Herrn Hubbard war als Doktorand 2 Jahre bei der Amerada Petroleum Company beschäftigt und dann von 1943 bis 1964, also für mehr als 30 Jahre bei der Shell Oil Company. In diese Zeit fällt auch die in den 1950er Jahren von ihm entwickelte Peak Oil Thematik, die einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, den Preis der Produkte seines Arbeitgebers hochzuhalten. Ein beachtlicher wirtschaftlicher Erfolg. Schließlich bekam Herr Hubbard auch noch zahlreiche Ehrungen und wurde von 1963 bis 1968 Professor für Geologie und Geophysik an der Stanford University und von 1973 bis 1976 an der Berkeley University. Die Frage ist nur, warum wir heute noch ernsthaft über den Peak-Oil-Unsinn eines Shell-Mitarbeiters aus den 1950er Jahren nachdenken. Inzwischen ist längst bekannt, dass das Öl gar nicht zur Neige geht. Schauen Sie mal, was NTV da berichtet. Wir lesen von einer Aussage des Mineralölwirtschaftsverbandes, da steht, ein Ende der verfügbaren Ölvorräte ist in absehbarer Zeit nicht in Sicht.
Und das steht dort für eine Prognose 2025. Und die Leute wissen, warum sie das sagen, denn da steht weiter: größtes Erdölfeld der Welt in Australien entdeckt. Wir lesen das im Jahre 2013 in der Internetadresse, die Sie hier im Bildschirm sehen. Die aktuelle Schätzung nur für dieses eine australische Erdölfeld beläuft sich auf 233 Milliarden Fass, was fast so viel ist, wie Saudi-Arabien insgesamt an Reserven überhaupt angibt. Weiter lesen wir dort: Der Fund könnte sich sogar auf 300 oder 400 Milliarden Fass belaufen, was es zur größten unkonventionellen Entdeckung, die wir in unserem Leben sehen werden, macht. So spricht Dr. Kent Moores, Berater der sechs größten Ölproduzenten und von 20 namhaften Regierungen. Und weiter lesen wir dann, das heißt, es ist ein komplettes Märchen, Erdöl sei endlich, geht aus und wir sitzen bald auf dem Trockenen. Tatsächlich schwimmen wir auf einem Ölmeer. Die ganzen Kriege der Amerikaner sind schon wegen Öl, aber nicht, wie alle denken, um es zu holen, sondern damit es im Boden bleibt. Denn wenn alle Quellen sprudeln würden, verdirbt es den Preis. Und dann wollen, das wollen weder die Saudis noch die Amerikaner. Die Lüge über eine Knappheit und das baldige Ende des Öls verbreiten die Ölkonzerne, damit der Preis schön oben bleibt. Zitat Ende. Noch interessanter ist die Feststellung, dass die Königlich Technische Hochschule in Stockholm, Schwedens größte Universität, bewiesen hat, dass das Erdöl gar kein fossiler Brennstoff sein muss. Mit Hilfe unserer Forschung wissen wir sogar, wo in Schweden Öl gefunden werden kann, sagt Wladimir Kutscherow, Professor der Königlich Technischen Hochschule, Abteilung für Energietechnologie in Stockholm. Diese moderne Erkenntnis, die abiotische Genese des Öls, löst die veraltete Sichtweise des Michail Wassiljewitsch Lomonossow ab. Er war der Gründer der Moskauer Staatsuniversität, 1700 Ungrad, also aus dem 18. Jahrhundert. Zur Zeit Lomonossows hat man noch nicht so viel Öl verbraucht wie heute, und das Wissen war auch nicht auf unserem heutigen Stand, so dass seine Vermutung, dass Öl stamme aus verrotteter Biomasse früherer Erdzeitalter, damals durchaus plausibel war. Aber schon Stalin hat festgestellt, dass sich alte, stillgelegte, ausgeleerte russische Erdölfelder quasi von alleine, also ohne Zutun des Menschen, im Laufe der Jahre wieder aus unbekannter Quelle füllen. Inzwischen kann man das sogar bei Wall Street Online nachlesen und auch haufenweise andere Quellen dazu finden. Deshalb brauchen wir uns nicht mehr wundern, wenn im Focus Money Online am 26. September 2014 ein Artikel erscheint mit dem Titel „Das Märchen vom Ende des Erdölbooms“, in dem unter anderem berichtet wurde. Bemerkenswert aber war, dass Hubbard von der Annahme ausging, Öl sei ein fossiler Brennstoff, eine biologische Substanz aus Überresten von Dinosauriern, Algen, Bäumen und anderen Lebensformen aus der Zeit vor 500 Millionen Jahren. So unwissenschaftlich der Ölmann die Theorie des fossilen Ursprungs untermauerte, so unprofessionell schien seine Schätzung der verbleibenden förderbaren Ölreserven in den USA. Und dann zitiert der Artikel den Marion King Hubbard höchstpersönlich. Der spricht: „Ich meine, man zeichnete die Kurve, berechnete die Quadrate, und wenn das Ergebnis etwas zu hoch war, wurde es heruntergerechnet, war es zu niedrig, ein bisschen herauf, Mathematik war dabei nicht im Spiel." So erklärte Marion King Hubbard in einem denkwürdigen Interview anno 1989. Weiter lesen wir dort: Erdgas und Kohle, die er beide als Kohlenwasserstoffe oder fossile Brennstoffe klassifizierte, berücksichtigte er nicht. Da bleibt mir nur noch die Frage, warum um alles in der Welt müssen für Öl Menschen sterben? Die Antwort ist so einfach und simpel: weil wir die Raumenergie genauso bewusst und konsequent ausklammern wie die Wikinger das Robbenfleisch. Also müssen all andere Alternativen her. Die klassische Energiewende.
Die klassische Energiewende. Da lesen wir in Nukleopedia, dass weltweit rund 100 neue Atomkraftwerke in Planung sind. Folgen Sie mal dem Link, den Sie jetzt im Bild sehen. Über 30 Stück sind es alleine in China, dazu kommen welche in Indien, im Iran und sage und schreibe 9 Stück in Japan. Welch Wunder, einige auch in Westeuropa und mehr als 20 Stück in Russland. Dann noch 10 weitere in Amerika und so weiter und so weiter. Französische Unternehmen sind dabei auch international sehr aktiv. Liest man einen Artikel des Südwestdeutschen Rundfunks, so möchte man fast bedauern, dass Deutschland seine Kernenergiekompetenz verliert, und wir lesen dort unter anderem: Zwar hatte die Reaktorsicherheits- und Strahlenforschung nach der Katastrophe von Fukushima ein Zwischenhoch erlebt, aber dieser Impuls ist vorüber und es sieht so aus, als ob sich sogar Helmholtz-Forschungszentren aus dem Nuklearbereich zurückziehen wollten. Für Jülich ist das bereits beschlossene Sache. Und auch andere Quellen lassen erkennen, dass inzwischen nicht mehr die Reaktorsicherheit im Vordergrund steht, sondern die billige Stromerzeugung. Die wird so wichtig, dass der Spiegel sogar schreibt: Private Kernkraftwerke in alle Haushalte, Kleinstkraftwerke, Angriff der Stromzwerge. Soweit der Spiegel. Es ist kaum zu glauben, aber es gibt in England und in den USA einige Start-up-Unternehmen, kleinere und mittelständische Betriebe, die daran arbeiten, kleine Mini-Atomkraftwerke in der Leistungsklasse um die 100 Kilowatt zu entwickeln für den privaten Vorgarten. Der Spiegel berichtet im genannten Artikel sogar von einem offiziellen Papier der EU-Kommission, die ambitionierte Ziele für die neue Energietechnologie nennt und bis zum Jahre 2030, also in nur gut 10 Jahren, schon erste Anlagen im Betrieb sehen möchte. In Atom-U-Booten gibt es bereits solche Aggregate. Nun könnte man sie auch an Land für private Haushalte einsetzen. Dem Artikel zufolge verspricht der Dachverband Work Nuclear Association, dass im Jahr 2030 bereits 96 solche kleine Mini-Atomkraftwerke im Einsatz sein werden. Na, sowas aber auch. Ist hier etwa jemand unter den Zuhörern, der Angst hat vor einer schmutzigen Atombombe? Das Material kann sich dann jeder Terrorist bequem aus Nachbars Vorgarten entnehmen. Oder macht sich jemand Sorgen wegen der Entsorgung des vielen radioaktiven Mülls? Aber nicht doch, alles wird gut. Auch die neuen Cadillacs werden gute Autos. 8 Gramm Thorium als Treibstoff reichen für 100 Jahre bei einer Laufleistung von 10.000 Kilometern im Jahr, also für 1 Million Kilometer. Ist da etwa jemand unter den Zuhörern, der Angst hat vor Autounfällen? Aber nicht doch, alles wird gut. Das Abklingen des radioaktiven Mülls aus den Thorium-Kernkraftwerken ist ja viel harmloser als das Abklingen des radioaktiven Mülls aus den großen Urankraftwerken. Der Uranabfall braucht Millionen von Jahren, um die Strahlung abzubauen, wohingegen das Thorium schon nach wenigen 100.000 Jahren abgeklungen sein wird. Das ist doch eine grandiose Verbesserung, also überhaupt nicht problembehaftet. Alles wird gut, wenn wir so unser Energieproblem lösen. Klar, Sie merken den Zynismus in meinen Worten, aber es geht noch schlimmer. Schlimmer geht's immer. Die nächste Steigerung der Katastrophe heißt Methanhydrat. Die ist zwar freundlicherweise nicht radioaktiv, aber trotzdem viel schlimmer. Wenn man einen Klumpen aus Methanhydrat mit einem Streichholz anzündet, fängt es an zu brennen und es sieht ähnlich aus wie ein Stück Esbit-Trockenspiritus, den man anzündet. Das ist eine feine Sache, denn nach derzeitiger Einschätzung hält die Wissenschaft die Weltenergievorräte in Methanhydrat für etwa doppelt so groß wie die Weltenergievorräte in Öl. Also haben wir tatsächlich eine gewaltige neue Energiequelle entdeckt. Grund zur Freude? Nein, denn das Zeug hat 2 Nachteile. Erstens wirkt das Gas 20-mal so klimawirksam wie CO2 und zweitens wird der Meeresboden instabil. Es entsteht eine immense Gefahr für Tsunamiwellen und die Stabilität der Kontinentalplatten nach Alfred Wegener gerät in Gefahr.
Der Punkt Nummer 1 leuchtet sofort ein. Der Punkt Nummer 2 ist erklärungsbedürftig. Das hydratisierte Methan liegt unter den uns gewohnten Umgebungsbedingungen, also bei Zimmertemperatur und normalem Luftdruck, in gasförmigem Aggregatzustand vor, aber bei einem Druck von 200 Bar und mehr im festen Aggregatzustand. Auf den Meeresböden ist das nichts Ungewöhnliches, denn 2000 Meter Wassertiefe erzeugen einen Druck von 200 Bar und was tiefer liegt, hat entsprechend mehr Druck, sodass das Methanhydrat ab 2000 Meter Wassertiefe überall ganz natürlich im festen Aggregatzustand vorkommt. Dort hält es den Sand der Meeresböden fest und trägt daher auch den Beinamen Zement der Meeresböden. Das hat den Grund, dass Meersand im Meerwasser normalerweise wegschwimmt. Wie wir alle wissen, werden Sandburgen von Meereswellen weggespült. Jeder von uns hat das im Urlaub am Sandstrand mal erlebt. Binnen weniger Minuten oder Stunden ist von den Sandburgen nichts mehr übrig, sobald die Flut kommt. Besonders gut kennt man das in Hamburg, wo die Elbe ständig ausgebaggert werden muss, um die Tiefe der Fahrrinne für die großen Schiffe zu erhalten. Würde man den Sand, den das Meerwasser ständig hereinspült, nicht wegbaggern, dann könnten die großen Schiffe bald nicht mehr in den Hafen von Hamburg hineinfahren. Auch die riesengroßen Offshore-Windmühlen, die man in der Nordsee in ordentlicher Stückzahl in den Meersand stellt, werden binnen einiger Jahre umkippen, weil das Meerwasser den Sand wegspült von den Fundamenten. Dass das Meerwasser den Sand um die Windmühlen wegspült und damit die ganzen Windmühlen zum Kippen bringt, ist sicherlich nicht schön und unter manchen Politikern auch eine mühsame Diskussion. Aber wenn das Meerwasser den Sand um die Kontinentalplatten nach Alfred Wegener wegspült, dann wäre das gelinde gesagt eine absolute Totalkatastrophe, weil das Land, auf dem wir leben, abkippen und im Meer versinken würde. Dass genau dies nicht passiert, liegt am Methanhydrat, welches eben in immenser Menge in seiner Eigenschaft als Zement der Meeresböden den Sand am Fuße der Kontinentalplatten festhält und damit die ganzen Kontinentalplatten fixiert. Wie wunderbar die Natur doch funktioniert. Doch dann kommt der Mensch. Wenn er das Methanhydrat entfernt, verlieren die Kontinentalplatten ihren Halt. In der Wissenschaft schauen Sie zum Beispiel das Beispiel einer Studie der Uni Paderborn an, ist das Phänomen bekannt unter dem Namen Storegga-Rutschung. Der Name Storegga-Rutschung geht darauf zurück, dass vor 10.000 bis 20.000 Jahren durch aufsteigendes Methanhydrat westlich von Norwegen ein ganzer Stück des skandinavischen Subkontinents abgerutscht ist. Damit einhergehen aber auch Klimaerwärmungen, nämlich wegen des oben erwähnten Treibhauseffekts, die den Effekt des Kohlendioxids bei weitem übersteigen. Vor 55 Millionen Jahren passierte eine solche Klimaerwärmung aufgrund von Methanhydrat, und zwar um sage und schreibe 8 Grad Celsius. Übrigens werden aus einem einzigen Liter festem Methanhydrat, wenn man es vom Meeresgrund heraufholt, 163 Liter Methangas. Aber der Hammer kommt jetzt. Länder wie Indien, Japan, Südkorea und China entwickeln inzwischen schon Pläne zum Abbau des Methanhydrats. Japan wünscht sich einen Beginn des kommerziellen Abbaus für das Jahr 2018. Uns bleibt nur zu hoffen, dass sie das nicht schaffen werden. Klaus Wallmann vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften am IFM Geomar in Kiel spricht aus, unseren aktuellen Schätzungen zufolge liegen zwischen 1000 und 5000 Gigatonnen Kohlenstoff. Das ist etwa 10-mal mehr, als man in den konventionellen Gaslagerstätten findet. So charakterisiert Stefan Singer als Direktor der globalen Energiepolitik bei der Umweltstiftung des World Wildlife Fund International
den Methanhydratabbau mit den Worten, das ist ein Ausdruck einer völlig verfehlten Klimapolitik. Quellen wie Methanhydrat oder auch Schiefergas nutzen zu wollen, bedeutet die totale Abkehr von dem, was nötig wäre. Kann man das noch toppen? Also mir fällt da nichts mehr ein, womit man das noch toppen könnte. Was die Katastrophe für den Planeten Mutter Erde anbetrifft, so laufen wir direkt in den Tod. Mir fällt nur ein, wie man die Katastrophe verhindern könnte, nämlich durch die Nutzung von Raumenergie. Und davon steht noch viel, viel mehr zur Verfügung als alles Methanhydrat und alles Öl und Gas zusammen. Auch die nächste Geschichte sollte uns zum Denken geben. Das ist ein kurzes, aber aussageklares Video von gerade mal gut 2 Minuten, in dem Thomas Spahn in Wirtschaft Plus spricht. Er referiert über Elektroautos. Es freut mich, dass er dabei auch an die Rettung der Erde denkt und eine Gesamtbilanz der Elektroautos betrachtet. Wenn er spricht, mit dem Elektroauto die Erde retten ist eine prima Idee. Schade nur, dass diese klimafreundliche Vision doch an der Wirklichkeit scheitert. Zitat Ende. Natürlich ist uns allen bewusst, dass uns vorgegaukelt wird, die Elektroautos wären klimafreundlich. Mit diesen falschen Versprechen macht man uns die Elektromobilität überhaupt erst schmackhaft. Wie die Wirklichkeit aber tatsächlich aussieht, zeigt uns eine Studie des Stockholmer Umweltforschungsinstituts IVL, in der berechnet wurde, wie viel CO2 die Produktion eines Akkus bei einem Tesla S-Elektroauto erzeugt. Es sind sage und schreibe 17 Tonnen CO2 nur für die Herstellung des Akkus. Würde man das Auto vollständig mit hundertprozentig grünem Strom fahren, also die Akkus konsequent immer nur restlos aus Windmühlen und Solarzellen Strom aufladen, dann hätte man nach 200.000 Kilometern eine Null erreicht. Also nicht mehr Umweltbelastung erzeugt als durch den Betrieb eines klassischen Dieselfahrzeugs bei einer Laufleistung von 200.000 Kilometern. Bedenkt man weiterhin, dass unser typischer Strom aus Steckdosen, mit dem wir die Autos aufladen, zu 50% aus Kohle und Gas erzeugt wird, dann müsste man schon 400.000 Kilometer fahren, nur um die klassische Bilanz eines Diesels zu erreichen. Beim Gebrauch öffentlicher Ladesäulen sieht es wohl kaum besser aus, denn der Strom kommt aus dem öffentlichen Netz. Bei einer Lebensdauer von 8 Jahren für den Akku müsste man also mindestens 50.000 Kilometer schaffen, wenn man vermeiden möchte, dass ein Elektroauto in der Umweltgesamtbilanz schlechter dasteht als ein klassischer Diesel. Deshalb schließt Wirtschaft Plus seinen Beitrag mit den Worten: Umweltfreundlich werden Elektroautos erst, wenn beim Tanken keine fossile Energie mehr in den Akku fließt und sie ausschließlich mit regenerativen Energien produziert wird. Das aber dürfte noch Jahrzehnte dauern. Bis dahin sind klimaschonende E-Autos leider eine Illusion und seien wir ehrlich, Selbstbetrug ist doch am schönsten, wenn man ihn mit vielen teilen kann. Zitat Ende. Soweit spricht Wirtschaft Plus. Dem kann ich nur hinzufügen, würde man die Akkus ganz weglassen und die Elektroautos mit Raumenergie antreiben, dann ergäbe sich ab dem ersten Kilometer eine positive Umweltbilanz. Inzwischen haben die Berechnungsergebnisse des Stockholmer Umweltinstituts auch die deutschen Medien erreicht, doch in den öffentlichen Diskussionen scheint noch niemand Notiz davon zu nehmen. Sogar die weit verbreitete Taz berichtet davon. Ob diese Lügengeschichten, mit denen wir uns selber unsere eigene Mobilität wegnehmen lassen, noch schlimmer sind als das Thema Kernkraftwerke oder Methanhydrat, möchte ich jetzt gar nicht diskutieren. Schlimm genug wird es allemal, wenn wir uns unsere eigene Mobilität so weit verteuern lassen, bis wir sie schließlich aufgeben müssen und sich nur noch die super extra Reichen einen Individualverkehr leisten können. Wie kommt man dann,
bei einem Arbeitsplatzwechsel zur neuen Firma. Sicherlich ist es auch für den Planeten Erde und für unsere Umwelt keine Katastrophe, wenn Sie, liebe Zuhörer, morgens nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit kommen können. Aber ist es für Sie genauso leicht zu verkraften wie für den Planeten Erde? Sie werden sich, wenn das so weitergeht, wie die Planung jetzt andeutet, in absehbarer Zeit die Fahrt mit dem eigenen Auto zur Arbeit schlichtweg nicht mehr leisten können. Sie selber sollten darüber nachdenken, ob Sie das wollen. Berücksichtigen Sie dabei auch, dass die Weltlithiumvorräte bereits vollständig aufgebraucht sein werden, wenn wir nur 60% einer einzigen Jahresproduktion der Weltautoindustrie auf elektrisch umstellen. Dann fahren immer noch fast alle Menschen mit Benzin- und Dieselautos. Aber diese Autos könnten in absehbarer Zeit so erheblich beschränkt werden, dass sie nicht mehr den gesetzlichen Sauberkeitsvorstellungen genügen. Und dann wollen sie auf Elektroautos umstellen und können es nicht, weil kein Lithium mehr vorhanden ist, um Autoakkus zu bauen. Dann werden Sie, liebe Zuhörer, vor einer Peak-Lithium-Problematik stehen. Und zwar ziemlich bald. Die Frage ist, wollen Sie so einen Niedergang der individuellen Mobilität? Ich will es nicht. Ich wüsste, wie man Elektroautos bauen und betreiben könnte, nämlich mit Raumenergie. Nikola Tesla hat es, wie oben erzählt, bereits 1930 vorgeführt. Nachzulesen ist das zum Beispiel im Buch »Die Urkraft aus dem Universum« von Klaus Jebens. Klaus Jebens, der Autor dieses Buchs, war Sohn von Heinrich Jebens, der 1930 als Direktor des ersten deutschen Erfinderhauses und späterem Reichsleiter des deutschen Reichserfinderamtes nach Amerika reiste, um Thomas Alva Edison eine Ehrenmedaille zu überbringen. Auf dieser Reise hat er Nikola Tesla kennengelernt und durfte mit dessen Raumenergieauto mitfahren. Es ist eine erhebende Geschichte, die mir Klaus Jebens vor einigen Jahren erzählte und die er glücklicherweise auch in dem genannten Buch dokumentierte. So realistisch diese grausigen Darstellungen sind, ist es, denke ich, jetzt an der Zeit, die Betrachtung der klassischen Energiewende zu beenden. Wir wollen den zweiten Teil unseres Videos der Wende zum Guten zuwenden. Würden wir dem Konzept der klassischen Energiewende folgen, so hätten wir über kurz oder lang nur zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder die Energiearmut für alle. Übrigens frieren heutzutage schon ziemlich viele Menschen im Winter, weil sie sich das Heizen nicht mehr leisten können, auch in Deutschland. Und zweitens die Möglichkeit einer Zerstörung der Erde, die unseren Planeten für Menschen unbewohnbar macht. Wie wahrscheinlich die letztgenannte Vision erscheint, erkennen Sie daran, dass der Bau von Bunkern, indem sich einige wenige Menschen im Falle des großen Knalls verkriechen und verstecken wollen, eine der am meisten boomenden Branchen derzeit in der westlichen Welt ist. All das wird überhaupt nicht nötig, wenn wir allen Menschen die Raumenergie zur Verfügung stellen. Dann werden alle Menschen einen überschaubaren Wohlstand haben. Dann können alle fair leben. Die Armen werden etwas wohlhabender, die Reichen werden noch reicher und wir alle behalten unsere Zivilisation und können vom Prinzip her so weiterleben, wie wir das gewohnt sind, nur eben ein bisschen komfortabler. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ein Niedergang zum Tod entspricht nicht dieser Gewohnheit. Der Wohlstand wird möglich, wenn wir eine vernünftige Energiewende auf den Weg bringen, also Autos ohne Benzin und ohne Akkus fahren, in Häusern Raumenergiekonverter aufstellen, die uns mit Strom und mit Energie zum Heizen versorgen. Der Preis für den Strom im Haus wird weniger als einen Zehntel Cent pro Kilowattstunde betragen. Unsere Handys und Laptops werden mit haltbaren Endlosbatterien versorgt, sodass wir keine Ladegeräte mehr brauchen. Industrieunternehmen werden von starken Magnetmotor-Raumenergiekonvertern versorgt, sodass Energiekosten auch
deutlich unter einem Zehntel Cent, also bei wenigen Hundertstel Cent pro Kilowattstunde liegen. Und es gibt auch noch einige andere Aufgaben, die wir mit Raumenergie relativ einfach lösen können. Von all den vielen guten Perspektiven für unsere Planeten Erde möchte ich im weiteren Verlauf des Lichtbildervortrages reden. Wenn wir jetzt nicht zeitnah und entschieden handeln, also wenn wir nicht jetzt ganz bald die Raumenergie annehmen, dann werden wir in ein Horrorszenarium hineinlaufen, wie es bisher in dem Lichtbildervortrag berichtet wurde. Aber es wäre eine traurige Lebensvision, die keine Zukunftshoffnung macht. So möchte ich nicht leben, sondern ich lebe dafür, dass wir handeln und die Raumenergie tatsächlich annehmen. Dann werden wir in einem positiven Szenarium landen, in einer besseren Zukunft, nicht in einer bloßen Hoffnung, sondern in einer tatsächlich besseren Welt. Entscheidend ist nur die Frage, ob wir uns als Menschheit dazu durchringen können, unsere eigene Selbstzerstörung durch die falsche Energieversorgung aufzugeben und eine positive Energieversorgung anzunehmen. Also Robbenfleisch statt Rindfleisch, das war vor 500 Jahren die Devise und heute lautet sie Raumenergie statt klassischer Energie. Die Raumenergiewende. Dass die Einführung der Raumenergie das Ende aller Energiekriege bedeuten würde, ist sowieso klar. Dabei sprechen wir nicht nur von den viel zitierten Ölkriegen, sondern wir denken auch daran, dass sogar der Militäreinsatz im Mali, der jetzt in 2017 Wellen schlägt, in der Presse wie folgt diskutiert wird. Frankreichs Sorge um Uran aus der Wüste, schreibt Arvid Kaiser, und weiter Nigers Uran, Frankreichs afrikanische Energiequelle. Und dann noch, der Krieg in Mali ist eng verbunden mit der Rohstoffzuführung für den Atomstaat Frankreich. Im angrenzenden Niger gerät die wichtigste Bezugsquelle für Uran in Gefahr. Die aktuelle Schwäche des Marktes für den Nuklearbrennstoff schürt weitere Unruhen in der Region. Erinnern wir uns außerdem daran, dass Frankreich die meisten Atomkraftwerke in der gesamten EU hat, nämlich 71 Stück. Das sind mehr als Deutschland und das riesengroße Russland in Summe zusammen. Und bedenken wir auch, dass Frankreich nach Deutschland Atomstrom liefert. Dass eine große Zeitung wie die FAZ sogar vom Uran im Mali schreibt, spricht Bände, auch wenn man vorgibt, dies hätte nichts mit dem Militäreinsatz dort zu tun. Unsere Welt versinkt in Kriegen, wie die Statistik hier im Bildschirm zeigt, und ich frage mich manchmal, ob es unter den aktuell laufenden Kriegen auch einen gibt, der nichts mit Energie zu tun hat. Nun habe ich versprochen, im zweiten Teil des Videos nicht zu jammern, sondern das positive Bild der Welt zu zeigen, das sich ergibt, wenn wir die Raumenergie tatsächlich nutzen. Ja, der erste große Aspekt, den ich hier positiv darstellen will, ist Weltfrieden. Wenn wir die Raumenergie nutzen, haben alle Menschen auf der Erde überall Energie in unbegrenzter Menge zur Verfügung, ohne dafür kämpfen zu müssen. Energiekriege entfallen schlichtweg vollständig. Aber das ist bei weitem nicht alles. Die Raumenergie leistet noch viel mehr. Sie eröffnet Lebenskomfort an Stellen, an denen wir bisher ohne Raumenergie gar keine Möglichkeiten zur Verbesserung sahen. Schlichtweg, weil wir nicht genug Energie dafür zur Verfügung bekommen konnten. Raumenergie ist viel mehr vorhanden als alle Energieträger dieser Erde zusammen. Raumenergie ist unbegrenzt. Ihre Vorräte sind so groß wie der Raum des Universums selbst, so groß wie das gesamte Universum. Mich haben manchmal Skeptiker gefragt, ob wir nicht das Universum verändern, wenn wir ihm Raumenergie entnehmen. Da muss ich offen zugeben, ja, natürlich tun wir das. Von Natur aus expandiert das Universum. Es wird ständig größer und diese Expansion beschleunigt sogar. Was nebenbei ein Effekt ist, der vom Standardmodell der Astrophysik an den Universitäten noch nicht geklärt werden konnte. Aber der Effekt ist nachgewiesen. Messtechnisch durch Beobachtung der Bewegungen von Galaxien mit Hilfe von Teleskopen.
Und wenn wir nun als Menschen dem Universum ein wenig Energie entnehmen, dann wird diese Expansion nicht mehr so ganz so stark beschleunigen wie bisher. Da wir als Menschheit im Vergleich zum Universum ausgesprochen winzig sind, ist der Effekt dessen, was wir dem Universum entnehmen, so minimal, dass niemand es bemerken kann. Ich vergleiche die Situation manchmal mit dem Meer. Sie gehen zum Ozean, tauchen einen Finger ein, um ein Tröpfchen Wasser zu entnehmen und den salzigen Geschmack des Meerwassers zu kosten. Sie entnehmen also dem Meer Wasser. Aber glauben Sie, dass die Fische merken, wie es ihnen nun eng wird, wie das Meer sich entleert? Natürlich nicht. Auch das Meer expandiert ständig, überall steigt der Meeresspiegel an, und zwar einerseits durch die Erwärmung der Weltmeere und andererseits auch dadurch, dass pro Tag ca. 40 Tonnen Meteoriten aus dem Universum auf der Erde landen und hier bleiben. Es sind darunter viele Eiskrümel, die sich aufgrund des Verglühens beim Eintritt in die Erdatmosphäre schlichtweg in Wasserdampf wandeln, also letztlich in Regen. Und was da herunterkommt, ist sehr viel mehr als das Tröpfchen, das sie mit ihrem Finger beim Kosten des Meerwassers entnommen haben. Sie dürfen also mit Fug und Recht behaupten, dass sie durch die Entnahme des Meerwassers die Umwelt nicht schädigen. Und im Übrigen behalten sie das Wasser ja auch nicht in ihrem Körper, sondern der Körper scheidet es wieder aus. Genauso behält der Raumenergiekonverter die Energie nicht in sich, sondern er scheidet sie auch wieder aus, er gibt sie wieder her. Letztlich läuft das Wasser immer wieder zurück ins Meer und die Energie immer wieder zurück ins Universum, also in den Raum. Trotzdem genießen sie auf dem Weg vom Meer zum Meer die Urlaubsfreude des Wassertröpfchens und auf dem Weg vom Universum zurück zum Universum den Nutzen der Energie. Ich möchte hier mal ein paar Techniken aufzählen, mit denen wir Raumenergie nutzen können. Es soll dies allerdings kein umfangreicher technischer Vortrag werden, und ich erhebe auch explizit Anspruch auf Unvollständigkeit. Das einzige Ziel, was ich damit verfolge, ist zu zeigen, wie man die unterschiedlichen Bedarfe mit verschiedenen möglichen Raumenergiegeräten abdecken kann. Dass man dann natürlich noch weit mehr erfinden wird, ist sowieso klar. Beispiel Nummer 1. Endlosbatterien. Das sind Batterien, die nie leer werden. Typische Anwendungsfälle sind Kleinverbraucher wie Handys und Laptop, die man dann im Idealfall mit einer Dauerbatterie ausstatten kann, sodass kein Ladegerät mehr benötigt wird. Auch neuartige Batterien im Mignon-Format und im Mikroformat und ähnliche Produkte können damit hergestellt werden, die wesentlich mehr Energie erhalten als die klassischen Varianten. Klassische Alkalin-Batterien, wie wir sie heute im Baumarkt kaufen, warten mit einer Energiedichte im Bereich von 80 Wattstunden pro Liter auf. Die modernsten Handy-Hochleistungs-Akkus, die man auf Lithium-Ionen-Basis bekommen kann, schaffen es immerhin bis zu 500 Wattstunden pro Liter. Eine vom Prinzip her grundsätzlich andere Dimension bietet Autokraftstoff. Diesel ist etwas besser als Super und bringt immerhin 20.000 Wattstunden pro Liter auf. Vergleichen wir dies mit den Endlosbatterien, die einige Freunde zu Experimentierzwecken bereits hergestellt haben, so sind Exemplare bis 400.000 Wattstunden pro Liter bereits getestet. Die sind aber noch nicht leer, deswegen ist noch nicht klar, wie viel Spielraum da nach oben noch offen ist. Vermutlich noch sehr viel, weil die getesteten Dauerbatterien noch immer kaum merklich in der Leistungsabgabe nachlassen. Setzt man die Materialpreise für diese Batterien in Relation zur Energiemenge, die so eine Batterie erzeugt, dann erhalten wir einen Strompreis zwischen einem halben und einem Cent pro Kilowattstunde und das bei Batterien. Wie gesagt, dieser Preis steht nicht in Konkurrenz zum Strom aus Steckdosen. Dafür ist mir ein Cent pro Kilowattstunde wesentlich, also gewaltig zu teuer. Dieser Preis steht in Konkurrenz zu Batterien aus dem Supermarkt, bei denen wir im Gegensatz zur Steckdose noch Material kaufen müssen. Eben, weil wir es für den mobilen Einsatz als transportable Energiequelle benötigen. Auf die älteste bekannte Dauer-Endlos-Batterie an der Oxford University habe ich ja bereits hingewiesen.
Es ist zwar überhaupt nicht klar, ob diese Batterien etwas mit Raumenergie zu tun haben, aber eine interessante Energiequelle sind sie allemal. Abgedeckt werden kann mit Endlosbatterien ein Bedarf im Bereich weniger Watt, da zwar die Energiedichte extrem hoch ist, nicht aber die Leistungsdichte. Das heißt, es fließen nur moderate Ströme, die allerdings über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Wir sprechen von einer Versorgung von Kleinverbrauchern, also von elektrischen Armbanduhren über 1 Watt bis hin zu 50 Watt, also Handys und Laptops und andere kleine Spielzeuge. Ein Küchenmixer oder ein Staubsauger damit anzutreiben, wäre absolut unwirtschaftlich, also viel zu teuer und außerdem auch viel zu groß, zu sperrig und zu mühsam. Die Batterien sind natürlich wie alle Batterien wartungsfrei und geräuschlos. Außerdem sind die Materialien absolut umweltverträglich. Kupfer, Aluminium, Essig und Kalkpulver. Das sind Metalle, die wir aus dem Alltag kennen und sie sind selbstverständlich beliebig oft wiederverwendbar. Ein E-Bike würde ich auch nicht mit so einer Batterie antreiben wollen, ein Auto schon gar nicht, schlichtweg, weil das unwirtschaftlich ist. Solche größeren Verbraucher mit Batterien antreiben zu wollen, ist genauso sinnlos wie ein Haus mit Batterien versorgen zu wollen. Darüber wurde zwar im Zusammenhang mit den Kristallzellen diskutiert, und man könnte solche Systeme bauen, die für 50 Jahre halten und ein Haus über 50 Jahre versorgen, autark und unabhängig vom Stromnetz, aber dafür gibt es weitaus bessere Systeme, wie wir nachfolgend gleich sehen werden. Beispiel Nummer 2. Motionless Converter sind elektronische Systeme ohne mechanisch bewegte Bauteile. Motionless bedeutet bewegungslos, wie der Name schon sagt. Die Physik solcher Systeme kann man zum Beispiel erklären aufgrund meiner Theorie der finiten Propagationsgeschwindigkeit der Wechselwirkungsfelder. Dabei werden keine mechanischen Bauteile bewegt, sondern nur Feldquanten. Das ist natürlich sehr schön, weil es absolut verschleißfrei funktioniert. Aufgrund der technischen Vorgaben wird allerdings hochfrequenztaugliche Leistungselektronik benötigt, was zu einer Begrenzung der Leistung nach unten und nach oben führt. Deshalb sind Motionless-Konverter typischerweise geeignet für den Bedarf im Bereich von 20 Watt bis 2 Kilowatt oder wenige Kilowatt. Auch diese Systeme sind absolut wartungsfrei und geräuschlos und können elektrische Einzelverbraucher versorgen, also zum Beispiel Staubsauger, Bohrmaschinen, Küchenmixer, Elektrofahrräder, Taschenlampen. Allerdings ist auch hier der technische Aufwand noch relativ hoch, sodass der Strompreis immer noch bei einigen Zehntel Cent pro Kilowattstunde liegt. Deshalb würde ich den Einsatz nur überwiegend für transportable Verbraucher im mobilen Einsatz vorschlagen, also zum Beispiel für Rasenmäher und E-Bikes und vieles andere mehr, möglicherweise auch für Elektroautos. Das aber nur begrenzt, da werde ich nachher gleich noch bessere Systeme vorstellen. Wenn man aus dem Volumen eines Liters 200 Watt erzeugen kann, dann könnte man für ein E-Bike eine schöne Unterstützung von einigen 100 Watt generieren. Und wenn man dann 300 Liter Volumen zur Verfügung hat, könnte man auch bei einem Auto einen Motor mit 60 kW bauen. Also ein Benzinauto gut ersetzen durch ein Elektroauto. Aber praktisch wird man das nicht ganz erreichen, weil man noch etwas Volumen zur Einrichtung einer leistungsstarken Kühlung zur Verfügung stellen muss. Also kann man aus 300 Litern vielleicht 30 bis 40 Kilowatt real erzeugen oder aus 500 Litern vielleicht 60 oder 70 Kilowatt. Das ist für Elektromobilität durchaus geeignet, realistisch und umweltfreundlich. Aber wer Spaß an leistungsstarken Autos hat, wird ein später gezeigtes Beispiel lieber mögen. Eine Lebensdauerbegrenzung wie bei Akkus kennt der Motionless Converter nicht, zumal vom Prinzip her überhaupt kein Verschleiß vorliegt. Da die Herstellung eines Motionless Converters im selben Preisbereich liegt wie die Herstellung eines Benzinmotors, kann es interessant werden, Elektroautos damit zu bauen. Außerdem ist der Wartungsaufwand von
Elektroautos, die mit Motionless-Konvertern versorgt werden, extrem niedrig, sodass sich die Autoinspektion darauf beschränken wird, Baugruben wie Bremsen, Lenkung, Reifen zu prüfen. Eine Motorwartung wird überflüssig. So brillant die Technologie des Motionless-Konverters auch ist. Stefan Marinow hat übrigens mal ein Exemplar vorgeführt. Das war ein Physikprofessor von der Universität Sofia in Bulgarien. So betrachte ich dennoch den Raumenergiekonverter für den mobilen Einsatz noch an einer anderen Stelle und erzähle Ihnen gleich im nächsten Beispiel etwas von einem Wasserstoffsystem. Beispiel Nummer 3. Wasserstoffsysteme. Die Schlagworte sind hier HHO, Brownsgas nach Joule Braun oder Wassermotor nach Stanley Meyer. Solche Systeme basieren auf einer Elektrolyse des Wassers in Overunity, das heißt, sie benötigen im Input Energie, um betrieben zu werden, zum Beispiel elektrische Energie, liefern aber im Output deutlich mehr Energie ab, als für den Input benötigen. Zum vollständig aus Raumenergie selbst, versorgten Selbstläufer wird das System, sobald man über eine Energierückführung den Eigenbedarf aus der eigenen Produktion selbst deckt und nur der Überschuss dem Verbraucher zur Verfügung gestellt wird. Die Größe des Geräts lässt sich dann natürlich weitgehend an die Wünsche der Verbraucher anpassen. Es sind zwar keine bewegten Teile vorhanden, aber man muss Wasserstoffgas und Sauerstoffgas sicher handhaben können. Gebaut werden Motoren, die mit einfachem, klaren Wasser betankt werden, wobei es egal ist, ob wir sauberen Wasserdampf aus dem Auspuff ableiten, der dann zu Regen wird, oder ob wir den Wasserdampf im Inneren des Systems auffangen und in Form flüssigen Wassers in den Tank zurückleiten. Die erstgenannte Variante hätte den Vorteil, dass man keinen Kühler braucht. Die zweite Variante bräuchte Kondensoren und Kühler, wobei auch bei der ersten Variante die Abgase absolut harmlos wären, weil es ja nur sauberer Dampf aus destilliertem Wasser ist. Die zweite Variante hingegen arbeitet absolut emissionslos. Abgedeckt wird das Bedarfssegment von einigen 100 Watt bis zu einigen 100 Kilowatt, sodass sich diese Maschinen ideal eignen für die Automobilbranche. Der Spaßfahrer, dem eben die 50 oder 80 PS aus einem Motionless-Konverter von unserem Beispiel Nummer 2 nicht ausreichen, der kann sich hier eine Maschine mit 200 oder 300 oder 500 oder meinetwegen auch 1000 PS gönnen. Da man mehrere dieser Maschinen zusammenschalten kann, lassen sich auch Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge betreiben, sodass praktisch das gesamte mobile Transportsegment der Wirtschaft abgedeckt werden kann. Zur Versorgung von Haushalten wäre das System auch vollständig geeignet. Allerdings müssen wir durchaus ernsthaft über das nächste Beispiel nachdenken, weil das noch wesentlich kostengünstiger sein wird. Beispiel Nummer 4, der EMDR-Konverter. Die Abkürzung schrieb ich für elektromechanischen Doppelresonanzkonverter. Das ist nach dem Entwicklungsstand derzeit dasjenige System, mit dem ich aus Sicht der Theorie am weitesten fortgeschritten bin. Es ist allerdings auch das technisch anspruchsvollste System und damit auch das aufwendigste in den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Allerdings wird es baulich in der Serienproduktion besonders kostengünstig und hierin liegt auch sein Vorteil gegenüber den HHO-Systemen, weil die Fertigung nicht wesentlich teurer sein wird als bei klassischen Elektromotoren vergleichbarer Leistung, wenn man in große Serienproduktion geht. Außerdem ist das System dasjenige mit dem höchsten Leistungsoutput. Aufgrund der bisher vorhandenen Computersimulationen schätze ich den Einsatzbereich bei einer Mindestleistung von etwa 5 bis 10 Kilowatt ab. Also man muss das Gerät nicht permanent auf voller Nennleistung betreiben, aber einige Kilowatt muss man schon entnehmen.
Und der Vorteil ist jetzt, dass größere Geräte problemlos möglich sind. Der Nachteil ist, dass man keine kleineren Geräte bauen kann. Also die Herstellung wird umso einfacher, je größer die Geräte werden. Die kleinstmöglichen Einheiten sind also die idealen, besonders preisgünstigen Versorger für Haushalte, bei denen der Strompreis dann nur noch auf den Herstellungskosten der Maschine beruht und bei deutlich unter einem Zehntel Cent pro Kilowattstunde liegen wird. Hinauf bis in den Multi-Megawatt-Bereich ergibt sich dann eine optimale Versorgung auch für industrielle Großverbraucher. Der Skalierung sind der Größe nach, vom Prinzip her nach oben keine Grenzen gesetzt. Aufgrund der extrem hohen Drehzahlen entstehen allerdings Vibrationen, die man mit einem geeigneten Gehäuse dämpfen wird müssen. Wegen der hohen Drehzahlen ist weiterhin der Einsatz nur stationär möglich, also ortsfest, nicht mobil. Aufgrund der sehr hohen Robustheit und der langfristigen Haltbarkeit der Systeme stelle ich mir vor, dass man einzelne Häuser mit solchen Geräten ausrüsten kann, ebenso jeden einzelnen Industriebetrieb, sodass ein Überlandtransport elektrischer Energie komplett überflüssig wird, also keine Hochspannungstrassen mehr durchs Land gelegt werden müssen. Ein Haushaltsgerät von 5 bis 10 kW Nennleistung sollte einen Platzbedarf von etwa 1,5 mal 1,5 Meter Grundfläche bis höchstens 2 mal 2 Meter Grundfläche haben bei einer Höhe von circa 1 Meter. Das passt also problemlos in jeden Hauskeller. Bei größeren Geräten steigt die Leistung nicht linear mit der Gehäuseabmessung an, sondern die Leistung steigt überproportional mit der Gehäuseabmessung an, sodass leistungsstarke Geräte relativ einfach sinnvoll aufgestellt werden können. Wie schon gesagt, macht die dezentrale Energieversorgung Hochspannungsleitungen völlig überflüssig. Besonders vorteilhaft wirkt sich das in den Regionen unserer Erde aus, in denen man bisher noch gar keine Hochspannungstrassen hat. Also zum Beispiel in den ärmeren Regionen Afrikas und Asiens. Es wird sich zeigen, ob man dann jedes Haus einzeln versorgt oder ob man die Häuser in kleineren Gruppen zusammenfasst, also entweder Stadtviertel oder Dörfer oder größere Wohnhäuser für mehrere Familien. Aber das lässt sich dann vor Ort überlegen und realisieren, so wie es den Wünschen der regionalen Bevölkerung am besten entspricht. In den Industrieländern ergibt sich der nicht zu unterschätzende Vorteil, dass wir keine Angst vor einem Stromblackout mehr haben muss. Und wenn ich das Wort Industrieländer sage, dann denke ich daran, dass die na natürlich auch die armen Länder eine Industrie aufbauen werden. Die Geschichte von dem Stromblackout ist übrigens eine nicht zu unterschätzende Gefahr, wie das Schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS, in einer Studie ausgearbeitet hat, die man auch im Internet finden kann. Nur mal so zum Spaß ein paar kritische Fragen. Wie kommen die Leute aus U-Bahnen im Tunnel heraus? Wie können Flugzeuge landen, wenn der Flughafen keinen Strom mehr hat? Wie funktioniert noch Wasserversorgung? Wie sind Rettungsdienste erreichbar? Kliniken haben Notstromaggregate. Dann liest man in einer Videodemo im Internet, aufgrund der Tatsache, dass Gefängnisse über keine Sicherungselektronik mehr verfügen, sind jetzt vermehrt Kriminelle unterwegs. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was noch alles passieren kann, aber manche Leute sprechen davon, dass bereits nach wenigen Tagen bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. So. Jetzt habe ich beispielhaft 4 Systeme von Raumenergiekonvertern vorgestellt, die gemeinsam lückenlos den gesamten Energiebedarf der Menschheit abdecken können. Aber ich möchte natürlich nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass es noch viele weitere Systeme gibt, die im Internet, in der Literatur und in der Raumenergiegemeinde diskutiert werden. Auch deren Betrachtung lohnt sich, denn dadurch entstehen weitere neue Möglichkeiten, für jede Marktnische und für jeden Bedarf immer das optimale System zu entwickeln. Und diese Systeme können auch das Projekt der Raumenergienutzung beschleunigen. Aber da werden sich dann die Unis sehr detailliert damit beschäftigen, denn wenn die Raumenergiekonverter mal überall sind und diese Geräte nicht mehr zu leugnen sind, dann finden auch die Unikollegen den Mut zuzugeben, dass sie sich dafür interessieren.
Chancen und Risiken des Raumenergieprojekts. Da die Menschen dringend nach den Raumenergiegeräten fragen, werden keine Absatzprobleme zu erwarten sein. Das Hauptrisiko liegt auch kaum in der Gefahr eines technischen Scheiterns, denn wir sehen ja schon haufenweise funktionierende Geräte. Sondern das Hauptrisiko liegt eher in nicht-technischen, also namentlich in soziologischen Problemen. Von Peswicky Suppression, das ich ja gerade schon mal gezeigt habe, kennen wir zahlreiche Fallbeispiele von Erfindern, die die technischen Probleme bereits vollständig gelöst hatten und dennoch aufgrund soziologischer Hindernisse ihre Geräte nicht in großer Stückzahl verbreiten konnten, also nicht der gesamten Menschheit zur Verfügung stellen konnten. Es wird also noch eine nicht technische Aufgabe zu lösen sein, damit die Raumenergiekonverter auch wirklich alle Menschen erreichen in riesengroßen Stückzahlen. Es gibt viel zu tun, packen wir es an, lautete vor einigen Jahren die Werbung eines Energiekonzerns, die sich inzwischen zu einem geflügelten Wort entwickelt hat. Das erinnert mich daran, dass ich zum Abschluss noch einiges erzählen möchte, jenseits der reinen Energieversorgung. Es gibt viel zu tun. Nicht nur die Energieversorgung ist auf dem Planeten Erde zu lösen, sondern die Raumenergie kann auch einige andere Probleme lösen, die die Menschheit mit sich herumschleppt. Also da wäre zum Beispiel das erste gravierende Beispiel das Trinkwasserproblem. Manche Regionen unserer Erde sind so extrem trocken, dass Leben kaum oder nur unter schwersten Bedingungen möglich ist. In der Wüste gibt es so wenig Wasser, dass Menschen überhaupt nur besonders mühsam überleben können. Deshalb fordere ich nicht nur freie Energie für alle Menschen, sondern auch freies Wasser für alle Menschen. In unseren europäischen Breiten trägt die Luft so viel Wasser in sich, dass es manchmal zu viel wird, als dass die Luft es noch tragen könnte. Dann kondensiert es von alleine und fällt einfach herunter. Man nennt das Regen. Wir alle kennen das, anders die Bewohner der Wüste, die kennen das oft nicht. Dort gibt es so wenig Wasser, dass es fast nie regnet. Entsprechend können auch Pflanzen dort kaum überleben und praktisch keine Menschen. Betrachten wir exemplarisch mal die trockenste Wüste dieser Erde, die Atacama in Chile. Vegetation sehen wir dort fast nie. Gerade mal alle 5 bis 10 Jahre regnet es und nur dann sehen wir ein buntes Blumenmeer. Die meisten Jahre vergehen ohne Pflanzen und ohne Wasser. Die Menschen können dort keine Nahrung anbauen, so wie wir Ackerbau betreiben. So etwas wäre völlig ausgeschlossen in der Atacama-Wüste, aber auch in der Sahara. Und doch enthalten diese Wüsten immer reichlich Wasser in der Luft. Meist sind es nur ca. 10 bis 15 Milliliter Wasserdampf in der Luft, in der Atacama. In der Sahara liegt der Durchschnitt, glaube ich, bei 17 Millilitern Wasserdampf pro Kubikmeter. Viel zu wenig, als dass das Wasser alleine kondensieren würde, also dass es von Natur aus regnen würde. Aber Unmengen von Wasser, die da einfach mit dem Wind vorbeifließen. Betrachten wir mal einen ganz moderaten Wind mit einer Windgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Das ist nicht viel. Dann passieren 200 bis 300 Liter Wasser in Dampfform jeden Quadratmeter Querschnittsfläche, der senkrecht im Wind steht. Das sind pro Tag 144.000 bis 216.000 Liter Wasser, die da durch ein Scheunentor von nur 3 mal 10 Metern gehen. Also bitte, wo ist hier Wassermangel? Es gibt keinen Wassermangel. Es gibt nur das Problem, dass das Wasser vorbeizieht und niemand es festhalten kann. In der Sahara sind die Verhältnisse sehr ähnlich wie in der Atacama. Ein bisschen mehr Wasser als in der Atacama haben wir, aber die Zahlen, die ich hier für die Atacama vorgestellt habe, sind in der Sahara nur geringfügig günstiger. Das heißt, es ist genug Wasser vorhanden, viel mehr als wir brauchen. Es würde genügen, wenn wir das vorhandene Wasser einfach nur festhalten. In der Atacama genauso wie in der Sahara, genauso wie in allen anderen Wüsten dieser Erde. Um das vorhandene Wasser festzuhalten, also aus der Luft zu kondensieren, braucht man nur einen sogenannten Kondensor. Das ist nichts weiter als eine gekühlte Fläche, auf der sich der Wasserdampf niederschlägt, bis sich schließlich Tropfen bilden, die herablaufen. Jeder von uns kennt das, wenn in der kühlen Jahreszeit Wasser auf kalten Scheiben kondensiert, zum Beispiel auf Autofensterscheiben. Bei Wohnhäusern verwendet man aus
Gründen der Energieersparnis Doppelglas, sodass wir den Effekt nicht sehen. Aber Kondenswasser-Wäschetrockner funktionieren genau nach demselben Prinzip. Eine Metallfläche wird gekühlt und das Wasser sammelt sich in einem Auffangbehälter. Militärs versorgen sich übrigens heutzutage in der gleichen Art und Weise mit aus der Luft gekühltem Wasser, wenn sie in der Wüste operieren. Ein Liter Dieselkraftstoff enthält 20 Kilowattstunden an Energie. Um einen Liter Wasser zu kondensieren, benötigt man 0,28 Kilowattstunden an Energie. 20 geteilt durch 0,28 gibt 71,4. Das heißt, man braucht nur einen Liter Diesel mitschleppen, wenn man etwas über 70 Liter Wasser haben möchte. Hier reichen simple logistische Gründe aus, um das Militär dazu zu bewegen, das Wasser direkt in der Wüste aus der Luft zu generieren, also durch Kondensation. Wenn Energie nun nichts mehr kostet, wie das bei der Raumenergie fast erreicht ist, dann wird die Umwelt nicht mehr belastet und man kann in unbegrenzter Menge Wasser aus der Luft kondensieren. Dann haben die Menschen dort nicht nur kostenlos beliebige Mengen an Energie, sondern auch kostenlos beliebige Mengen an Wasser. Also das Wasser ist dann genauso billig wie die Energie. Es ist kostenlos. Kondensoren, um das Wasser problemlos aus der Luft zu gewinnen, kann man heutzutage leicht kaufen. Die können Sie ganz simpel im Internet bestellen. Was fehlt, ist die Energie zur Versorgung dieser Geräte. Wie sehr werden sich die Menschen freuen, wenn sie ihre heimatliche Wüste begrünen können? Das sehen Sie zum Beispiel am Fall des Majid Abdelaziz, der mit seinem wundervollen Desert Greening Projekt viele Menschen begeistert. Sobald wir aus Raumenergie die Energie kostenlos zur Verfügung stellen können, blühen alle Wüsten dieser Erde und auch die Sahara in ihrer gesamten Fläche. Dann wird das gesamte Land ein fruchtbares Land. Mit dem Trinkwasserproblem wird gleichzeitig noch ein anderes Problem gelöst, das Welthungerproblem. Nach Aussage des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen leiden weltweit rund 870 Millionen Menschen an Hunger. Das sind 12% der Weltbevölkerung. Unterernährung trägt jährlich zum Tod von 2,9 Millionen Kindern unter 5 Jahren bei. Das sind weltweit mehr als 95% aller Sterbefälle von Kindern überhaupt. Das muss man sich mal vorstellen. Fast jedes zweite Kind, das im Vorschulalter stirbt, stirbt nicht aufgrund von Krankheiten, sondern aufgrund Hungers. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen gesunde Kinder und auch gesunde Erwachsene, gesunde Tiere und gesunde Pflanzen. Alle Lebewesen sollen gesund sein und der ganze Planet. Und genau das können wir mit Raumenergie erreichen. Was erreichen wir durch Biosprit? Wir nehmen den Ärmsten noch das Essen weg. Das darf doch nicht wahr sein. Deshalb sage ich jetzt mal was zum Wirkungsgrad davon. Dabei zitiere ich Professor Dr. Hartmut Michel, Direktor am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt am Main. Der schreibt in einem Fachartikel unter dem Titel „Vom Unsinn der Biokraftstoffe“ im Fachjournal für angewandte Chemie unter anderem folgende Worte. Da kann man leicht ausrechnen, welcher Prozentsatz der Energie des Sonnenlichts in den Biokraftstoffen gespeichert wird. Für deutschen Biodiesel, der aus Rapssamen hergestellt wird, sind das weniger als 0,1%. Für Bioethanol weniger als 0,2%. Einige Wissenschaftler bezweifeln sogar, dass bei Nutzung des Bioethanols überhaupt Energie eingespart wird. Und Biokraftstoffe mit einer Nettoeffizienz von 0,1%. Soweit zitiere ich den Kollegen Hartmut Michel, und jetzt sage ich mal meine Meinung dazu: Einen derart schlechten Wirkungsgrad habe ich überhaupt noch nie und nirgends gesehen. Wenn wir dafür, also für so einen lausigen Wirkungsgrad, den ärmsten, hungernden Menschen auch noch die Nahrung wegnehmen, dann erkennen wir gleich umso mehr die Schändlichkeit unserer Handlungsweise. Auch das gehört zu den Konsequenzen meiner Lebensvision. Wir müssen die Raumenergie nutzen und sofort aufhören, den Hungernden unter uns die Lebensmittel wegzunehmen. Wir müssen den Ärmsten die Energie extrem billig geben.
Die Energie wird für uns alle extrem billig sein. Und das muss dann auch den Ärmsten zur Verfügung gestellt werden. Dann können die Hungernden sich genug Nahrung anbauen. All das wird nötig sein, für mich aus humanitären Gründen, aber für die Gierigen, um Kriegen vorzubeugen. Denn Kriege zerstören Werte. Keine Energiekriege mehr zu führen, das ist recht und schön. Aber ich will, dass überhaupt keine Kriege mehr geführt werden. Menschen, die satt und zufrieden sind, ziehen nicht in den Krieg. Es gibt noch ein paar weitere Komponenten meiner Vision der Raumenergienutzung, von denen ich allerdings nicht weiß, inwieweit und in welchem Zeitrahmen wir sie umsetzen können. Sicherlich stehen sie nicht als zeitlich erste Punkte auf der Agenda, aber langfristig, also im Laufe mehrerer Menschengenerationen, werden wir sie umsetzen müssen, denn wir haben unseren Heimatplaneten, unsere Mutter Erde, schon so arg malträtiert, dass wir ihm eine Heilkur gönnen müssen. Dazu gehört auch die Wiederherstellung einer lebensfreundlichen Erdatmosphäre, die wir gerade im Begriff sind zu zerstören. Wenn wir da nichts tun, wird uns auf Dauer die Luft ausgehen. Rein theoretisch könnten wir CO2 aus der Erdatmosphäre einfangen und aufspalten in Kohlenstoff und Sauerstoff. Die Energie dafür haben wir ja aus dem Raum. Dadurch ließe sich der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre reduzieren und wir könnten den reinen Sauerstoff an die Erdatmosphäre zurückgeben, den Kohlenstoff zu Briketts verpressen und im Boden verbuddeln. Aber das ist alleine gar nicht so kritisch, denn der Ehrlichkeit halber muss man zugeben, dass in den letzten 10 Jahren die Erderwärmung stagniert. Inzwischen gibt sogar der Spiegel zu, Forscher rätseln über den Stillstand der Erderwärmung. Tatsächlich bezieht sich dieser Spiegelbericht auf eine NASA-Publikation, die man hier findet. Außerdem schreiben diverse weitere Publikationen der NASA, der Russischen Akademie der Wissenschaften und anderer Spitzeninstitute, dass die planetare Erwärmung in unserem Sonnensystem nicht nur alleine auf die Erde beschränkt ist, sondern dass auch andere Planeten und sogar deren Monde betroffen sind und dass solche Erwärmungen beziehungsweise Abkühlungseffekte typischerweise alle paar Jahrzigtausende oder Jahrhunderttausende wiederkehren. Sogar dem Mars tauen derzeit die Polkappen ab. Deshalb können wir uns zwar über das CO2 Gedanken machen, aber wir sollten auch immer im Hinterkopf behalten, dass der CO2-Gehalt unserer Erdatmosphäre einerseits nur zu einem kleinen Teil von den Menschen beeinflusst ist, dominant aber naturgegeben ist, namentlich in unserem gesamten Sonnensystem festgestellt wird, nicht nur auf der Erde, und andererseits die Klimaerwärmung in den letzten Jahren nicht weiter fortschreitet. Das entbindet uns nicht von der Pflicht, auf den CO2-Gehalt in der Luft Rücksicht zu nehmen und diesen nicht aus technologischen Gründen von Menschenhand gemacht beliebig ansteigen zu lassen. Aber es erinnert uns auch daran, dass wir die Situation nicht zu arg dramatisieren sollen, so wie es heute in vielen Berichten der Fall ist. Was aber durchaus sehr ernst zu nehmen ist, ist ein ganz anderes Problem, nämlich nicht der CO2-Gehalt in der Luft, sondern der Sauerstoffgehalt in der Atemluft, der sehr eng mit dem CO2-Gehalt in den Meeren, also in den Ozeanen dieser Welt, verknüpft ist. Damit geraten wir nämlich tatsächlich in einem endlichen Zeitrahmen in größere Probleme. Den Ozeanen geht die Luft aus, liest man immer wieder, vom Fokus über den Stern, vom Bayerischen Rundfunk bis zu Berichten der ETH Zürich. Man sieht Bilder von verstorbenen Lebewesen und von veränderten Fischen. Das ist nicht gerade ermutigend und begeisternd, schon gar nicht. Die enorme Brisanz dieser Meldung begreifen wir aber erst, wenn wir uns explizit klar machen, wie äußerst eng wir Landlebewesen mit den Unterwasserlebewesen in den Ozeanen verbunden sind. Sterben die einen, dann sterben auch die anderen. Das ist ein Naturgesetz. Deswegen betone ich immer wieder, dass wir Rücksicht auf alle Lebewesen nehmen müssen. Eine interessante Quelle gibt uns einen interessanten Zusammenhang. Sie sehen den Link auf dem Bildschirm und ich zitiere aus der Quelle: Ohne die Ozeane wären alle anderen Ökosysteme dem Tod geweiht.
denn sie wirken über alle Erdteile hinweg als Kohlenstoffspeicher, riesige Wärmetanks oder als Puffer im kontinentalen Temperaturgefälle. Gleichzeitig erzeugen sie nicht nur fast 75% des Weltsauerstoffs auf unserer Erde und sichern Trinkwasser, sondern sie regulieren auch das Klima. In diesem artenreichsten und größten Lebensraum unseres Planeten gedeiht eine schillernde Vielfalt von Flora und Fauna. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in den 595.814 Kilometer langen Küstenbereichen der Weltmeere. Dort erntet sie die Früchte der bisher nur zu 1% erforschten Wasserwelten, sucht Erholung oder betreibt Fremdenverkehr. Wir müssen die Bedeutung dieser Informationen im Zusammenhang mit der Tatsache verstehen, dass sich die Zahl der Meereslebewesen in den letzten Jahren um 80% reduziert hat, dass derzeit also nach der Anzahl nur noch ein Fünftel so viele Meeresbewohner leben wie noch vor 20 Jahren. Die Urwälder tragen nicht den dominanten Teil der Weltsauerstoffproduktion, sondern nur den dominanten Teil der Sauerstoffproduktion der Landlebewesen. 75% der Weltsauerstoffproduktion kommt aus den Meeren, also von Plankton, von Algen und von allerlei kleinen Einzellern aus den Ozeanen. Und von diesen 75% der Weltsauerstoffproduktion haben wir bereits 80% verloren oder vernichtet. Das ist bereits erreichter Stand heute. 75% von 80%, das sind 60%, also fast zwei Drittel. Fast zwei Drittel der Weltsauerstoffproduktion unserer Erde ist bereits verstorben, aber nicht unwiderruflich. Tiere und kleine Lebewesen vermehren sich. Uns wird die Luft ausgehen, wir werden ersticken, wenn wir die Weltsauerstoffproduktion nicht retten, wenn wir nichts für die Meere tun. Die winzigst kleinen Sauerstoffbläschen, die dort unten in den Tiefen der Ozeane produziert werden, brauchen einige Jahre, bis sie an die Wasseroberfläche aufsteigen. Auf ihrem Weg nach oben dienen sie vielen Fischen als Atemluft. Mit ihren Kiemen sammeln die Fische diese kleinen Sauerstoffbläschen aus dem Wasser. Das ist lebensnotwendig für die Fische, denn sie atmen genau auf diese Weise. Bis wir an der Oberfläche den Mangel an Sauerstoff feststellen, vergehen noch ein paar Jahre. Nur deshalb schrillen bei uns noch nicht längst schon alle Alarmglocken. Aber nun ist es nur die Frage einiger Jahre, bis wir Landlebewesen das Problem merken und den Fischen in die Atemnot folgen. Und das ist keine Spielerei, von der ich hier erzähle. Das Leben in den Ozeanen und die Landlebewesen sind auf Leben und Tod miteinander verknüpft. Die Fortschritte hin bis zum Tod sind schon weiter gediehen, als es den meisten Menschen bewusst ist. Eine solche Todeszone ist der Golf von Bengalen. Das Meer zwischen Indien, Bangladesch, Myanmar, Thailand und Sri Lanka im Indischen Ozean. Dort führt eine größere sauerstofffreie Region in einer Wassertiefe von 100 Metern bis 400 Metern dazu, dass tierisches Leben unmöglich ist. Das sind zigtausende von Quadratkilometern Meer, die uns auf unserem Weg in den Tod nur um einige Jahre vorangegangen sind. Im Golf von Mexiko sieht es nicht besser aus. Schon der Spiegel berichtet von einer gigantischen Todeszone. Wir sehen das vor der Küste von Louisiana und an der Mündung des Mississippi. Auch die Gründe dafür lassen sich, wie so vieles, im Internet finden. Unter dem jetzt eingeblendeten Link können Sie lesen, im Golf von Mexiko entsteht gerade eine gigantische Todeszone für Fische, verursacht durch die US-Fleischindustrie. Wenn ich sehe, mit welcher Brutalität der Mensch in der Fleischindustrie Tiere misshandelt, dann kann ich nur noch weinen und wegschauen, weil ich mit meiner kleinen Seele das schlichtweg nicht aushalte. Wer sich aber den Film Hope for All anschaut und ihn aushält, weiß, wovon ich rede. Wir können nicht erwarten, dass wir die Würde von Tieren und Lebewesen im Allgemeinen beliebig missachten dürfen. Solche Handlungsweisen kommen auf uns zurück. Wir kennen die Würde des Menschen und das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wie steht es eigentlich mit der Würde von Tieren? Gibt es überhaupt eine Würde von Tieren? Deswegen fordere ich immer und immer wieder, dass es überall auf der Welt allen Menschen, allen Tieren, allen Pflanzen und allen Lebewesen im Allgemeinen gut gehen muss
und dass wir Rücksicht darauf nehmen müssen, auch auf die vermeintlich Schwächsten, die wir heute noch nicht einmal beachten. Sie sehen, wie uns die Luft ausgeht, nicht nur in den bereits bekannten Todeszonen im Meer. Wir werden als Menschheit jämmerlich ersticken, wenn wir so weitermachen wie bisher, und die schwächsten Lebewesen gehen uns nur um wenige Schritte voraus. Aber was machen die Menschen? Sie schreiben politische Fragen auf ihre Agenda, etwa wie die Frage nach dem Aussehen einer Banane. Um für EU-Bürger geeignet zu sein, muss sie mindestens 14 cm lang und 2,7 cm dick sein und noch einige andere Bedingungen erfüllen. Haben wir denn nichts Wichtigeres im Kopf? Nein, wir haben es nicht. Immanuel Velikovsky hat die Problematik in seinem Buch Menschheit im Gedächtnisschwund sehr treffend auf den Punkt gebracht. Immanuel Velikovsky ist nicht irgendwer. Immanuel Velikovsky ist Mitbegründer der Universität Jerusalem. Als man ihm das Amt des Universitätspräsidenten anbot, hat er sich entschieden, es abzulehnen, mit der Begründung, er würde lieber fachlich-inhaltlich forschen, denn das passe besser zu seinen Interessen als die reine Verwaltungsarbeit eines Universitätspräsidenten. Deshalb ist er dann nach Princeton, an die Princeton University gewechselt und hat unweit von Albert Einstein gearbeitet. Dort hat er unter anderem astrophysikalische Ergebnisse publiziert, die man heute noch in seinem Buch Welten im Zusammenstoß nachlesen kann. Seine Ergebnisse waren damals so revolutionär und spektakulär gewesen, dass man ihn schließlich als persona non grata deklariert und damit vom Universitätsgelände verwiesen hat. Das heißt, er hatte physisches Zutrittsverbot zum Universitätsgelände. Da seine Ergebnisse, zu denen unter anderem auch die Gaszusammensetzung der Venusatmosphäre gehört, inzwischen alle, also restlos alle, durch die modernen Messungen der Astrophysik verifiziert sind, wird sein Schicksal heute nachträglich als großer Wissenschaftsskandal bezeichnet. Tatsache ist aber auch, dass er sein Buch Welten im Zusammenstoß einem Wissenschaftsverlag gegeben hat zum Publizieren, und der Verlag hat das Buch auch herausgebracht. Aber daraufhin haben alle, also wieder restlos alle, anderen Wissenschaftsautoren bei diesem Verlag darauf bestanden, das Velikovsky-Buch aus dem Verlagsprogramm zu entfernen. Ansonsten, so war die einhellige Drohung der Wissenschaftskollegen, würden alle anderen Autoren ihre Publikationen zurückziehen, damit der Verlag über kurz oder lang in Konkurs gehen müsste. So hart war das Mobbing gegen Immanuel Velikovsky. Und es war erfolgreich. Der Wissenschaftsverlag hat tatsächlich das Buch Welten im Zusammenstoß aus seinem Programm genommen. Aber Velikovsky hat sich dann nach anderen Verlagen umgesehen, hat auch einen gefunden, der nicht von den Wissenschaftskollegen abhängig war, und konnte dort tatsächlich sein Buch publizieren. Das gibt es bis heute noch zu kaufen, und zwar an vielen Stellen, unter anderem auch bei dem beiliegenden Link. Ganz nebenbei ist dieses Buch inzwischen zum zweitmeist verkauften Buch aller Zeiten in der Rubrik Sachbücher geworden. Nummer eins ist die Bibel, die holt niemand ein. Und es war auch dasjenige Buch, das Albert Einstein als letztes gelesen hat. Als man nach seinem Tode zu seinem Schreibtisch kam, lag es aufgeschlagen dort, mit seinen Bleistiftkommentaren am Rand. Dass Wissenschaftler weltweit, wie auch hier im Beispiel des Immanuel Velikovsky zu sehen, für das Herausfinden neuer Erkenntnisse von Fachkollegen in sehr spezieller Weise behandelt werden. Besonders von den Ehrgeizigsten unter den Kollegen, die nur daran denken, für sich selber den Weltruhm haben zu wollen, die aber keine fachliche Kreativität haben, die dafür ausreichen würde, ist ja nun nichts Neues. Sie können sich ja in diesem Zusammenhang auch mal das Buch »Verbotene Wissenschaften« anschauen. Vor allem erkennen Sie daraus bitte aber auch die Bedeutung des Immanuel Velikovsky und die Tragweite seiner Arbeiten. Auf diesem Hintergrund verstehen Sie dann bitte auch die Bedeutung des Buches Menschheit im Gedächtnisschwund. Da schreibt Immanuel Velikovsky zum Beispiel von einem Fall, dass jemand im Radio von einem heraufziehenden, besonders schweren Hurrikan hört. Wie reagiert der Mensch, der einen Wirbelsturm erwartet, der in einer Breite von ca. 50 oder 60 Meilen eine Schneise mit völligem Kahlschlag hinterlassen wird? Er hört die Radiowarnung,
Er versteht auch die Ortsangaben in der Radiosendung sofort, denn er wohnt mitten in der Schneise der zu erwartenden Vermutung. Er hört weiterhin auch, dass ihm noch 8 Stunden Zeit bleiben, um die Schneise zu verlassen. Er hört auch die Radiomeldung, die dringend empfiehlt, dass alle Bewohner in dieser Schneise wegfahren aus ihrer Region. Er weiß, dass er nur 25 Meilen zurücklegen müsste, um die gefährliche Schneise zu verlassen. Das wäre mit seinem Auto überhaupt kein Problem, denn er hat 8 Stunden Zeit, bräuchte aber nur eine bequeme halbe Stunde Autofahrt, um jeglicher Lebensgefahr aus dem Weg gehen zu können. Also ich würde an seiner Stelle sagen, keine Hektik, wichtige Dinge einpacken, Zeugnisse, Pässe, Geldscheine und dann mit dem Auto gemütlich 50 Meilen wegfahren, damit ich einen ordentlichen Sicherheitsabstand habe, damit mir auch ja nichts passieren kann. Der typische Durchschnittsbürger reagiert aber umgekehrt, völlig anders. Er geht in den Garten zum Rasenmähen und wenn er damit fertig ist, setzt er sich einfach auf die Gartenbank und wartet ab. Seine Nachbarn, die ebenfalls die Radiowarnung gehört haben, gehen in den Supermarkt und kaufen Lebensmittel für den Notfall. Sie horten Haferflocken. Nur ganz, ganz wenige Menschen sind es, so Immanuel Velikovsky, die sich wirklich auf den Weg machen, um der Gefahr zu entgehen. Und genau das ist es, was wir Menschen im Moment tun. Wir sehen die Gefahr, sind im Gedächtnisschwund, handeln nicht sinnvoll und überlassen unser Schicksal dem heiteren Tralala. Das ist die Taktik der Eintagsfliegen. Überleben können die nur, wenn sie sich extrem zahlreich fortpflanzen. Da fällt mir immer der Satz von Albert Einstein ein, den er geprägt hat: Zwei Dinge sind unendlich, die Größe des Universums und die Dummheit der Menschen. Aber bei der Größe des Universums bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also wenn wir es besser machen wollen als die Eintagsfliegen, dann werden wir konkret daran arbeiten, unsere Erde zu erhalten. Und genau dafür ist die Nutzung der Raumenergie einer von ganz wenigen entscheidenden Schlüsseln. Das geht aber nur, wenn wir aktiv werden. Aber ich möchte das Thema CO2-Gehalt der Luft, Klimaproblematik und Weltmeere noch nicht verlassen. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie können wir uns vor dem Problem retten? Was können wir tun? Können wir uns überhaupt noch retten? Und jetzt kommt die Stelle, an der das CO2 eben doch seine Bedeutung erhält und die CO2-Einsparung eben doch relevant wird. Der Grund ist die chemische Reaktion, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Wasser verbindet sich mit CO2 zur Kohlensäure. Daraus resultiert eine massive Versauerung der gesamten Weltmeere. Nach einer von der British Royal Society veröffentlichten Studie, die einen vorindustriellen pH-Wert des oberflächennahen Meerwassers von durchschnittlich 8,25 annimmt, soll sich der pH-Wert auf den heutigen Wert von durchschnittlich 8,14 verringert haben, also um 0,11 Einheiten. Das Auflösen verschiedener Korallen ist inzwischen ja aufgrund des sauer gewordenen Meerwassers hinlänglich bekannt. Die werden einfach vom Wasser mit dem falschen pH-Wert zersetzt. Ein Modell aus den USA, das nicht nur die bereits vorhandene Zerstörung feststellt, sondern im Sinne einer Prognose eine Extrapolation in die Zukunft hinein berechnet, erwartet eine Absenkung des pH-Wertes binnen weniger Jahrzehnte um mehr als das 6-fache dessen, was wir in Summe über die letzten Jahrzehnte bereits festgestellt haben. Das Ergebnis dieser Studie konfrontiert uns mit einer zu erwartenden Erniedrigung des Oberflächen-pH-Wertes um 0,7 Einheiten. Und zwar in direkter Korrelation mit dem CO2-Gehalt, den das Meerwasser aus der Erdatmosphäre aufnimmt. Auch wenn wir der Wahrheit die Ehre geben wollen und uns darauf berufen, dass das von den Menschen erzeugte CO2 nicht dominant durch eine Wirkung als Klimakiller in der Erdatmosphäre Probleme bereitet, so können wir doch nicht leugnen, dass das CO2 mittels Versauerung der Meere erhebliche Probleme verursachen wird, und zwar in recht absehbarer Zukunft, also binnen weniger Jahrzehnte. Wir sprechen einen Zeitraum an, der längst nicht ein ganzes Menschenleben umspannt. Den Jüngeren unter den Zuhörern wird das noch bewusst werden, denn sie werden das handfest miterleben.
Die Reinigung der Weltmeere, die hier als dringende Aufgabe ansteht, betrifft übrigens nicht nur das Herausfiltern des CO2, sondern wir müssen auch reichlich anderen Dreck heraussammeln. Tausende und Abertausende verrottender Atommüllfässer von den Meeresböden, sogar in der Nordsee, aber auch von anderswo in den Weltmeeren sind zu entfernen. Megatonnen verrotteten Plastikmülls, der zum Teil von Fischen, aber auch von Meeressäugetieren wie Walen gefressen wird und diese zu Tode bringt, müssen weg. Wale verhungern mit prall gefüllten Bäuchen, weil sie das Plastik im Bauch nicht verdauen können, aber kein Platz mehr bleibt, um verdauliche Nahrung aufnehmen zu können. Sogar der World Wildlife Fund schreibt es inzwischen ganz offen: Das kann kein Meer schlucken. Unsere Ozeane versinken im Plastikmüll. In dem Artikel lesen wir auch weiter: Etwa 70% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Doch heute schwimmen in jedem Quadratkilometer der Meere hunderttausende Teile Plastikmüll. Seevögel verenden qualvoll an Handyteilen in ihren Mägen. Schildkröten halten Plastiktüten für Quallen und Fische verwechseln winzige Plastikteilchen mit Plankton. Nach einer Einschätzung der Meeresschutzorganisation Oceana werden weltweit stündlich 675 Tonnen Müll direkt ins Meer geworfen, wovon die Hälfte aus Plastik besteht. Wenn ich also soeben die Menge des Mülls mit dem Wort Megatonnen beschrieben habe, dann ist es schon eine spezielle Hausnummer. Und das Zeug sammelt sich aufgrund von Meeresströmungen zum Teil sogar zu gigantischen Klumpen zusammen. Deswegen ist von Plastikinseln die Rede. Wenn wir nicht binnen weniger Jahrzehnte an die Reinigungsarbeiten gehen, dann brauchen wir uns nicht mehr mit dieser Aufgabe befassen, weil sowieso alles zu spät sein wird. Auch dieses Problem lässt sich mit der Raumenergie lösen, denn wir können von Raumenergie getriebene und von Computern gesteuerte Schiffe auf den Weg bringen, die diese Arbeiten übernehmen, ohne die Abgase von Dieselmotoren zu produzieren. Das Plastik, das die Schiffe einsammeln und an Land bringen, können wir dann mit Hilfe sauberer Raumenergie wieder in seine chemischen Ausgangsbestandteile zersetzen und zu neuen Kunststoffen zurückverarbeiten. Auf diese Weise entsteht sogar für die bereits achtlos ins Meer geworfenen Plastikreste ein Cradle-to-Cradle-Zyklus, also ein Zurück in die Rohstoffe, sodass wir für die Aufrechterhaltung unseres bisherigen Konsumverhaltens keine neuen Naturressourcen mehr ausbeuten brauchen. Lange Zeit habe ich mich gefragt, ob es wirtschaftlich möglich sein wird, die Meere zu reinigen, denn lange Zeit sah ich dort keine wirtschaftliche Einnahmequelle. Kurzfristig und mittelfristig wird dies wohl tatsächlich so sein, doch auf längere Sicht werden die aus dem Meer entnommenen Kunststoffreste ausreichend Rohstoffe liefern für die gesamte Plastikindustrie. Nur, wenn wir die Schiffe, mit denen wir die Meere reinigen, mit Dieselmotoren antreiben, dann emittieren wir mehr Kohlenstoff in die Erdatmosphäre, als wir mit dem Plastik aus den Meeren herausfischen können. Dann haben wir kein Nullsummenspiel, sondern ein Verlustgeschäft für die globale Erdatmosphäre und auch ein wirtschaftliches Verlustgeschäft. Funktionieren wird dieses Geschäftsmodell genau in dem Moment, in dem die Energie nichts mehr kostet. Also mit Raumenergie funktioniert hier das wirtschaftliche Geschäftsmodell ebenso wie die Umweltbilanz. Ach, was wird das Leben schön, wenn wir die Raumenergie nutzen. Alle Zuschauer sind jetzt herzlich eingeladen, dieses Video reichlich weiterzuleiten an Freunde und Freundesfreunde und immer weiter und weiter. Das Weitererzählen und das Weiterleiten ist genauso kostenlos wie die Raumenergie selbst. Aber wenn wir ganz viele Menschen haben, die die Raumenergie möchten, dann wird sich dieses Thema nicht länger verschweigen lassen und dann wird die Raumenergie kommen. Also was kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass wir die Raumenergie nutzen und bekommen? Ganz einfach, weitererzählen und weitererzählen und weitererzählen. Ein bisschen Aktivität muss schon sein. Und es ist ja wirklich nicht zu viel Aktivität gefordert, wenn man mal diesen Link hier mit ein paar Raumenergie-Informationen an Freunde und Freundesfreunde weiterschickt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald in einer schöneren Welt. Lasst uns zusammenhelfen und das hier erhalten.